Hallo und wunderschönen guten Abend zu einem neuen Freebooters Fate Livestream am 1. April. Das ist kein Scherz, wir sind wirklich live. der kam spontan, der war auch echt schlecht. Na gut, wir haben heute einiges mit euch vor. Wir machen heute ein Quiz, das probieren wir mal heute mit euch. Und wenn das gut ankommt, machen wir das öfter. Aber bevor wir da loslegen, ihr seht schon hier unter mir, da ist eine ganze Latte an Landratten, die sich hier angesammelt hat. Die stellen wir gleich mal alle vor. Aber machen wir erstmal gleich, weil ich möchte erstmal in Ruhe euch die News mitteilen. Wir haben nämlich einiges an News für euch heute. Und zwar, wie ihr hier seht, auf der Freebooters Website gibt es einmal den neuen Code für die neue Ufer, neue... Moment. Oh, neues... Ja, neue Uferkampagne. Sorry. genau, da ist der neue Code drin versteckt. Die ersten Mails sind auch schon eingetroffen mit euren Beiträgen und dem Codewort. Da geht es dann weiter mit einem neuen Anführer, einem Spezialisten, ein Söldner. Genau, Spezialist war Fernkampf und Nahkampf. So, genau. Aber könnt ihr alles nachlesen, wenn ihr hier auf mehr klickt. Ja, und dann sind natürlich auch noch Neuheiten heute erschienen am 1. April. Ist auch kein April-Scherz tatsächlich. Die sind wirklich jetzt schon bestellbar. Das bereits im letzten Stream angesprochene Tales of Longfall 7, das Szenariobuch, welches ihr hier seht, halte ich mal kurz in die Kamera. Wunderschön geworden mit einer Zeichnung von Florian Stitz. Schöne Grüße, wenn du gerade zuguckst. Ist der Hammer geworden, vor allen Dingen mit Borsti unterm Arm. Ist der Knaller. Haben wir uns noch gewünscht. Ihr werdet sehen, warum, wenn ihr durch die Szenarien blättert. Ganz wichtig auch, dort gibt es Einzelspieler-Szenarien. Das heißt jetzt gerade zu Corona perfekt, um gegen euch selber zu verlieren. Dann jetzt auch noch offiziell raus, hier war im Vorverkauf die Schwarze Witwe der Schatten, ne, die im Vorverkauf schon zugeschlagen haben. Für die ist das jetzt nichts Neues, aber alle, die es verpasst haben, die können jetzt nochmal ordentlich zuschlagen. Und die neue Söldner-Starterbox ist jetzt da mit dem neuen Cover, was ihr im Livestream letztes Mal ausgesucht habt. Herrlich, herrlich. Und dann haben wir noch, wie immer, wenn es Neuigkeiten bei uns gibt, könnt ihr über magabotato.de, könnt ihr, wenn ihr auf Podcast klickt, könnt ihr euch die neue Flaschenpost angucken, könnt ihr aber auch über Instagram abonnieren oder anhören, genau, Florian sagt dem oft, könnt ihr euch anhören, nicht angucken. Also ihr könnt euch das Bild angucken und dann den Podcast anhören zum Beispiel. Das könnt ihr machen, genau. Da wird dann alles erklärt über das Szenariobuch. Ist ein bisschen detaillierter geworden, als der Florian sich das vorgestellt hatte. Aber dafür habt ihr dann alles, was ihr wissen müsst, bevor ihr zuschlagt. Was wir heute noch einmal präsentieren wollen, bevor ich die anderen jetzt mal vorstelle, ist einmal die Companiero-App, die wir ja letztes Mal schon eingesetzt haben. Wir dürfen heute tatsächlich, die ersten tippen wahrscheinlich schon fleißig, die Webadresse einmal bekannt geben. Das ist companiero-online.de. Da könnt ihr dann online auf der ganzen Welt eure Armeelisten dann zusammenstellen. Subi, dann haben wir das. Und jetzt holen wir mal die anderen dazu. So. Und dann begrüßen wir heute. Wir gehen wieder von oben nach unten. Ihr seht schon, ist eine ganze Liste, denn da sind die Quiz-Teilnehmer auch schon mit dabei, aus der Community und von der Crew. Und wir fangen von oben an. Wir begrüßen ganz herzlich euren Vertreter aus der Community, den lieben Blackie. Hallöchen. Hallöchen, Namen. Ja, kannst dich auch mal mit echten Namen vorstellen oder so, aber wir nennen dich alle Blackie. Ich heiße Daniel, aber ihr könnt Blackie sagen, ja, ist doch lustig. Ja, mein lieber Blackie. Und unterm Blackie liegt natürlich wie immer der liebe Birk. Hallo Birk. Hallo. Ja. Und da hat sich noch jemand zu uns in den Livestream verirrt. Ein seltener Gast. Vielleicht kennt ihr ihn. Der liebe Captain. Hallo Captain. Hallo Fabian. Hallo alle. Ja, ich freue mich mal wieder hier bei euch zu sein. Ja, wurde doch Zeit, ne? Ja, das stimmt, ja.
Ja. Aber ich werde ja in meinem Keller angekettet und muss da Figuren machen, Regeln ausdenken und, und. Ich Ja. komme ja nicht weg. Ja, was ihr nicht wisst, weil ihr seht die Kamera Spielchen. nicht, der Werner knetet während des Livestreams fleißig weiter. Ja, war sicher. So, Und sein unterm Büro ist Werner. wirklich im Keller. Ja. Ja, das ist kein Scherz. Unterm Werner heute auch dabei, vertritt auch die Community-Seite bei euch, der liebe Larry. Abend. David, ja, es steht Laris, wir haben dich Larry genannt, aber wie heißt du in Wirklichkeit? Man nennt mich auch mal Pascal, manchmal. Sehr gut, Larry. Herzlich willkommen bei uns in der Koje. Ja, und darunter haben wir den wunderschönen Michael. Moin, moin. Ja, der Ja, Running schön Gag. wieder hier zu sein. Michael, ich glaube, der Running Gag verfolgt dich bis ins Grab, glaube ich. Bis er in Terrador vorbeikommt und dich zubuddelt. Und auch dann werde ich noch fabelhaft aussehen. Richtig. Und heute unser Quizmaster tatsächlich, der liebe, bärige, stark behaarte Florian. Hallöchen. Hallo, man nennt mich auch Florian. Sehr gut. Und der dritte im Bunde aus dem Community-Team ist der liebe Saui. Hallöchen. Abend. Na, ja, wir haben euch Nicknames gegeben, obwohl ihr schon Nicknames habt, aber wir haben euch alle nochmal verniedlicht. Vielleicht, wenn das kein großes Geheimnis ist, wie heißt du dann im Real Life? Christian, aber ich höre auf den Namen Sauer. Sehr gut, Saui. Schön, dass du da bist. Ja, darunter bin ich, mich seht ihr ja, nichts Neues. Unter mir ist dann noch die liebe Tassa. Die ist nämlich heute im Team der Crew. Hallöchen, Tassa. Hallo. Lü. Achso, der Micha ist übrigens auch im Team der Crew. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Und ganz zum Schluss, das Beste kommt zum Schluss, Nick, ne? Der liebe Nick. Danke. Danke, ja. Hallo. Und du bist auch im Team der Crew, ne? Ja, ich bin der Joker. Der Joker. Also, ihr seht, die Community hat eine echt gute Chance heute. Ja. Aber Nick, das Beste kommt zum Schluss. Du bist nicht umsonst da unten. Denn ganz unvorbereitet wollte ich dich noch mal ganz kurz bitten, was zu deiner Kampagne zu sagen. Neues Jahr zu neuen Ufern. Wir haben den März vollendet. Die Mails sind nur so eingetrudelt. Ich habe immer noch einen Tinnitus auf den Ohren von dem vielen Pling, 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 Pling. Problem ist, es geht im April weiter. Wolltest du noch kurz was zum April sagen oder zum März? Wann werden die Sieger verkündet? Hast Ja, du dir zum schon die März. Mails angeguckt oder Ja, ich habe mir schon einige Mails angeguckt. Ich kam jetzt noch nicht wirklich dazu, die komplett zu sortieren. Wegen der Arbeit, die man neben der Arbeit noch hat. Aber am Osterwochenende werde ich auf jeden Fall fertig und ich denke mal, dass wir nächste Woche die Sieger bekannt geben werden. Auf jeden Fall. Sehr Bis gut. dahin durch sind kriegen. Genau. Und ihr seht es ja, im April müsst ihr einen Anführer, einen Nahkampfspezialist, Fernkampfspezialist und einen Söldner dann bemalen, ne? Also, gebt Gas, sonst müsst ihr so wie ich dann im April 8 Modelle bemalen, weil ich es im März überhaupt nicht auf die Kette gekriegt habe, 4 Modelle zu bemalen. Oh, herrlich. Herrlich, 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 ja. Du hast sie ja nicht mal fertig entgradet. Richtig. Richtig, ja, im Discord, im Latein. Das hast du so schnell gesehen. Abfloreng. Geil. Ja, also wer wissen will, worum es geht, im Latrin-Channel im Discord, da ist einfach das Bild Von neuen Passe. von meinem nicht entgrateten Casadoran-Gardisten. Ja, bevor wir mit dem Quizduell starten und der Florian eigentlich noch mal ganz kurz erklärt, wie das alles funktioniert, ganz kurzer Hinweis noch. Denn auf, ich zeige euch das nochmal, wie heißt das? YouTube.de? Nein. Oh Gott, YouTube.de, doch, müsste doch gehen. Oh. Oh, ich stimme zu. Ja. Da gibt es einen Kanal, der heißt Freebo. Mein Gott. Moment, der heißt
Freebooter Miniaturis. Da klickt er drauf. Und wie ihr seht, der Kanal hat nur 956 Abonnenten. Wir hatten angekündigt, wenn wir die 1000 voll machen, machen wir einen Spezial-Livestream wieder mit euch. Die liebe Stassi hat sich bereit erklärt, absolut freiwillig, ohne Druck und Säbel im Rücken, hat sich bereit erklärt, dann mit uns zusammen den Charakter, den wir designen, zu zeichnen live, nach euren Vorstellungen und Vorschlägen. Und es wird eine limitierte Figur dann werden, die auf 1000 Stück begrenzt ist, passt ja dann zu 1000 Abonnenten. Also es fehlen aktuell noch 44 Abonnenten, ne? Das heißt für euch 44 Zweitaccounts eröffnen und dann, nein, weiter erzählen, damit wir auf 1000 Abonnenten kommen und dann geht's rund im Livestream. So viel dazu. Jetzt wollen wir aber mit euch ein schönes Quiz spielen und ich übergebe da einmal an den Quizmaster, der noch einmal ganz kurz erklärt, worum es geht, während ich dann das Spielfeld einblende. Ja, das wäre gut. Also wir haben zwei Teams. Wir haben einmal für die Crew als Sprecher den Mischa und für die Community den Lari. Das ist auch derjenige, der dann die Antwort gibt, wenn die Musik abgelaufen ist. Es wird immer ein Feld ausgewählt, wie bei Jeopardy damals, also keine Ahnung, Regel 300. Dann wird die Frage vorgelesen und dann hat das jeweilige Team die Möglichkeit, richtig zu beantworten. Sollten sie es nicht schaffen, richtig zu beantworten, darf das andere Team lösen. Genau. Wenn das alles rum ist, es gibt ein paar Fragen, da ist dann, wenn beide falsch liegen, gibt es aber Punkte für den, der näher dran war. Weil das sind Fragen, die kann man eigentlich nicht wissen. Und ja, am Schluss gibt es dann wie bei Jeopardy eine finale Frage nochmal. Da kann jedes Team dann Dublonen setzen, die sie haben. Und ja, dann haben wir am Schluss einen Gewinner. Sehr gut. Habe ich also irgendwas vergessen? Nee, ne? Nee, hat noch irgendwer Fragen von den Teilnehmern, die wir jetzt klären? Nee. Gut, denn dann geht's ans Eingemachte. Ach, guck mal, ich habe gar kein Intro-Jingle-Musik, ne? Ah, Mist. Na gut. Florian, dann musst du das übernehmen. Was? Ich singe? Nee. Ja. Das wollen wir nicht, Nee, wenn man auf dem Festival ist mit 17 Leuten und dir wird gesagt, Florian, hör auf zu singen, nachts um eins, dann weiß man, okay, singen ist nicht deine Stärke. Aber da bist du der richtige Mann für einen Livestream. Warum? Andere Leute machen damit Geld. Die Kategorien? Genau. Kategorie Captain fragt, die hat sich der Captain ausgedacht. Fluff, Regeln, Charaktere und Latrine. Latrine ist alles gelandet, was sonst nirgendwo hinpasst. Und ja, die Community darf als erstes auswählen, ne? Genau. Geht los. Was hatten wir jetzt? Fluff, Charaktere? Regeln, Latrine und Captain fragt. Von 100 bis 500. Genau. Sollen wir mal hart einsteigen? Was ist denn das für dich? Ja, das frage ich mich auch gerade. Fluff 500. Ui. Oh, oh, oh. Krass. Oh. Okay, da bin ich schon mal raus. Ja, aber das sollte eigentlich meine Antwort werden, auf alle Fragen. Also, dann ist es wenigstens weg. Punkten. Bist du nicht Teamsprecher geworden, Nick. Also, dann die Frage. Wie möchte Captain Rosse auf gar keinen Fall im Mannschaftsbuch, wird es erwähnt, sich selber nennen? Oh. Ich habe keine Ahnung. Null. Also als kleiner Tipp, es geht um einen anderen Charakter. Borsti? Nee, ich glaube, warte. Im Mannschaftsbuch hast du gesagt, ne? Ja, Mannschaftsbuch hat er gesagt. Fängt der das nicht irgendwie an mit... Ah, warte. Ich weiß nicht, wie lange 20 ist der Sekunden. 10 Sekunden noch. Hau rein!
Können wir das Gestammel überspringen? Piet klingt irgendwie ganz gut. Sag was. Los, egal. Und? Ja, du musst sagen, du bist der Redführer. Ja, dann Bob. So. Okay. Auf keinen Fall Bob. Ist das deine Antwort? Ja. Okay, die Antwort wäre gewesen Little Pete. Nein! Ah, ihr wart so nah dran. Ach so, die anderen Hände raten dürfen. Ich hätte es gewusst. Ja, das ist bestimmt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, du hast es nicht gewusst. Was? Also eigentlich hätte jetzt die Crew raten können. Ja? Aber Florian kennt die Crew ja und wusste, dass die Antwort nicht wissen, deswegen hat er sie direkt beantwortet. Aber jetzt darf die Crew als nächstes auswählen. Genau, die Crew darf als nächstes auswählen. Noch steht es 0-0. Ich vergesse meine eigene. Micha, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich möchte kurz anmerken, ich wusste, dass Pete die Antwort ist. Ja, hinterher kann man es immer behaupten. Ja, ich habe es vor zwei Tagen erst gelesen. Also. Ja, Micha, müsste gleich mit Fluff 400 einsteigen. Wir zählen auf dich. Du meinst ja... Nee, komm. Ich hätte es nicht gewusst. Gut, dann machen wir es. Aber irgendjemand von den Community-Leuten hat es auch schon reingeworfen, oder? Irgendwie hat es so gemacht. Ja, irgendwie wusste das. Ne? Ich glaube, der Saui hat irgendwas mit Pete gesagt, ja. Der Saui hat ja Pete. Aber Little Pete hätte ich auch nicht gewusst, aber Pete war irgendwie... Ja, aber Pete wäre auch in Ordnung gewesen. Nein, das wären 250 Punkte, war ja nur die Hälfte. Nein, also dann Fluff 400. Micha sagt. Ich habe mich voll angeschlossen. Dann locke ich das ein. Lina May spricht nach ihrer Ankunft beim Piratenkonzil vor. Mit welchen zwei Charakteren liefert sie sich einen Kampf? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Lacey. Und das zweite ist entweder Barco oder die Pirate Queen. Wahrscheinlich sind Catfight Mädels einfach nur, oder? 20 Sekunden noch. Je nachdem, wer den Fluff geschrieben hat. Eine gute Frage. Das ist die nächste Frage. Na, zumindest hast du die Hälfte und hast dem anderen Team jetzt schon mal die andere Antwort gegeben, wenn es falsch ist. Oder ich versuche sie gerade und sagt euch was ganz anderes. Ja, also Rosso war auch dabei. Also Antwort. Ja, gut. Ich sag Regicid und die Pirate Queen, Blanche Pascal. Ja, richtig. Ja, super! Ich sag doch Catfight. Wer hat den Fluff geschrieben? Henrik, glaube ich. Ja, so, ja, dann darf die Community auswählen. Soll ich das jetzt immer machen? Oder wollt ihr auch? Ihr könnt euch auch besprechen. Sind wir alle überfordert, von daher. Vielleicht punkten. Probieren wir mal Latrine 300, oder? Ich denke. Ja. Okay, Latrine 300. Okay. Welche Farbe hat die Jacke von Delora Waits in der Studiobemalung? Das ist euer Ernst, hey. ich glaube, sie ist grün. Ich weiß überhaupt nicht, zu welcher Mannschaft die gehört. Piraten. Die Geigenspielerin der Piraten. Von okay. Der ja, wenn ich jetzt hier meine Box wühle, dann weiß ich es. Oder doch blau? Könnte auch grün. Ich weiß es weiß nicht. Also ich glaube, sie. Dann nehmen wir grün. Okay, die Antwort ist grün. Richtig. Ach, ja, super. Sehr schön. Das haben sie gut gemacht. Jo. So, Michi, was meint ihr? Warte mal, bevor du weitermachst, ich muss die Discord-Leute ein bisschen verschieben hier. Dann sieht man die Punkte nicht. 30 Punkte reichen doch, oder? So. Okay, weiter geht's. Ja, das war jetzt aber auch eine wer kann am schnellsten googeln Frage, oder? Ich habe sofort gewusst. Ja, das war wirklich zu schnell. Also mich interessieren ja die Captain-Fragt-Fragen. Und ich würde jetzt einfach mal mit der 200 einsteigen. Der 200, okay. Wann war die erste Teilnahme von Freebooters Mini-Chess auf der Spiel? Also in welchem Jahr?
2009? 2010? 9 oder 10? Wichtig, warte, Freebooter Miniatures. Oh. Ach, scheiße. Oh, sorry. Also genau, 2010 waren wir schon dabei. Ich würde deshalb 2009 Zeitraum sagen. Aber ich bin nicht sicher. Ja, vielleicht war der Werner auch schon viel öfters viel... Ja, wobei... Ja. 9, 8, 7, sagt was. Ich bin... 6. Nee. Ich bleib bei 9, aber... Ich würde auch 9. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass er... Es muss sich ja auch lohnen, ne? Du musst ja einen Stamm zahlen und so. Ja. Eure Antwort? 2009. Falsch. Ah. Dann darf die Community raten. Können wir denn Punkte verlieren, wenn wir jetzt falsch raten? Nein, nur gewinnen. Ah, extra das ohne gut. Punkte verlieren gemacht. Sehr gut. Okay, aber dann tendiere ich dazu, dass es auf jeden Fall früher sein wird als 2009. Ja, denke ich auch. 2008, ja. Oder? Ist das so eine Frage, wo wir, wenn man näher dran ist? Das wir, ne? Nee, das ist keine davon. Das würde ich dann sagen. Immer 8? Ja, also wissen tue ich es nicht, aber auf jeden Fall früher als 9. Und da ist ja alles offen. Ja, komm. Gut, dann ist die Antwort 2008. Nein. Also, wenn er hat gemeint, 2002 war es erst mal. Oh. Okay. Wow. Ja. Gab es da schon Freebooter Miniatures? War das dann in dem Künstlerbereich? Oder war das wirklich ein Stand? Nee, wir hatten einen richtigen Stand in Halle 6, in der alten Halle 6. Mhm. Und aber noch ohne Freebooter Fate. Ja, gut, das war ja erst 2010 da, ne? Ja, richtig. Ne, da waren wir ein paar Jahre, waren wir immer nur mit der Sammelserie da. Oh. Ja. Hm. Dass sich das gelohnt hat, krass. Ja, doch, auf alle Fälle doch. Also quasi von Anfang an direkt bei der Spiel dabei. Von Anfang an von meiner Selbstständigkeit, ja. Genau, das meinte ich. Ja, genau. Hm. Oh, gut zu wissen. Ja. Aber Spiel lohnt sich immer, weil man trifft so viele nette Menschen und es ist ja so ein Riesenspaß. Von daher war eine Bombe-Sache. So, dann darf die Community wählen. Probieren wir mal Regeln 300. Okay. Ja, mal zum Einpegeln. Regeln 300. Okay. Welchen Boni oder Mali erhält einen Charakter, der bei Verwirrt eine Pistole zieht? Oh, ich habe gestern gespielt. Ich darf nicht. Die Musik fehlt. Eine Pistole ziehen. Ich hab, muss komplett raten. Ich jetzt auch so als Standard, ne? Minus 1a. Also warum soll die Stärke runtergehen? Ja. Nee, also bei Verwirrt gab es nur einen einzigen, meine ich, der einen Stärkebonus gibt, das war die Voodoo-Puppe. Alle anderen, nagel mich nicht drauf fest, ich meine, alle anderen haben irgendeinen anderen Effekt. Also verschiedene dann? Ach, warte mal, die... Achso, ja. Ja, jetzt weiß ich. Okay. War das nicht mit der Pistole... Greift er nicht jemand anderen an? Eure Antwort, der bitte? Der greift, glaube ich, nur mit einer bestimmten Hand an. Wenn das vorher links war, dann ist es rechts oder umgekehrt. Irgendwie okay, er greift mit seiner schwachen Hand an, ist die Antwort. Die Zeit ist rum. Nein, falsch. Dann darf die Crew raten. Dürfen wir uns auch noch verraten? Oder müssen wir direkt was sagen? Michael, ich meine, die dürfen nur mit dem linken Wert angreifen. War das nicht gerade die Antwort? Oder? Nee, die vier Sachen sind plus ein Angriff... Fassbefehl auf den nächsten Charakter, nur die linken Werte benutzen oder... Genau. Meine linken Werte war es gewesen. Ah, du meintest nur die linken Werte? Genau, nur die linken Werte. Okay. Also die Grundstärke. Ist das eure Antwort? Wenn Nick sich so sicher ist... Ich hab den Captain Jack vor ein paar Tagen... Ist die Antwort, Michi? Deswegen. Der Charakter kann nur mit den linken Werten seiner Trefferzonen agieren. Okay, das ist richtig. Weil nur mit den Werten zu schlagen wäre ja falsch gewesen.
I knew it. Okay, wir waren aber nah dran. Ja, ihr wart nah dran. Aber die zum Beispiel, wenn... Ich möchte wenn, nur mal sagen, ne? Der Joker hat reingegriffen. Ne? Nee, wenn Nick jetzt geantwortet hätte, wäre es falsch gewesen. Weil du hast gesagt, er hätte nur mit dem linken Wert zuschlagen dürfen. Das ist nicht korrekt, er verteidigt sich genau. Auch nur mit dem linken Wert. Genau, das hab ich, so habe ich nämlich Nicks Antwort verstanden, dass er nur mit linker Stärke zuschlägt. Also das... Ja. Es ist quasi alle... So, alle Werte links. Linken Werte. Alle Zonen kriegen quasi einen kritischen Treffer für die Runde. Wäre die, genau. Wenn ich, könnte man es anders umschreiben. Okay, so. Dann? Charaktere haben wir noch nicht. Und Charaktere 100. 100, okay. Wie boah, viele Charaktere... Ja? Ja, ich, irgendwas zum Warmwerden. So. Ja. Wie viele Charaktere haben in der ersten Edition für eine Mannschaft gekämpft und dürfen jetzt seit der zweiten Edition bei zwei Mannschaften anheuern? Zwei. Warte, also kurz. In, also auf all, von allen Mannschaften. Ja. White Ox war vorher ein Söldner, ist jetzt auch für die Debon. Wobei, den könnte man rausziehen. Muss ich nochmal die Frage gleich hören. Und sonst, hier, Kaspar Hulot ist von einem Kultisten zu einem Kultist Debonner geworden. Wie genau ist so die Frage formuliert? Nur? Wie viele Charaktere haben in der ersten Edition für eine Mannschaft gekämpft? Und dürfen jetzt bei zwei Mannschaften angeheuert werden. Dann einer. Es sei denn, ich habe einen vergessen, aber... Ist das eure Antwort? Die müssen ja im Buch drin gewesen sein. Noch 3 Sekunden. Ja, ja. Ich sag eins. Also wenn von einer Mannschaft auf zwei ist ein Charakter. Das ist jetzt... Zwei, wenn White Ox zählt. Ja, ja. Dann ist richtig. Hm? Ist richtig. Kaspar und White Ox. Genau. Oh, das so, hätten wir auch können gewusst. Wir jetzt noch das Mysterium klären, warum der White Ox jetzt vielleicht doch nicht in Buch 1 war oder nicht? Oder nicht nee, zählt oder doch? Also ich habe überlegt, ob er zählt oder nicht, weil er ja ein Söldner ist und dementsprechend für mehr Mannschaften als eine ach so, antreten kann. Weil Söldner deswegen sowieso schon immer von der von mehreren Mannschaften angehört werden ja, können. Ja. So, deswegen war ich jetzt nicht, war ich verunsichert. Ne? Mhm. Okay. Dann darf die Community wählen. Sorry, such du mal aus. Weiß ich nicht, komm, volles Risiko, Regeln 500. Boah! Okay, okay jetzt wird es interessant, weil ihr müsst genau PDF zuhören. Okay? Okay? Oh Gott. Eine Kanoa, also ein Schiff, das ist dieses Kanu mit Beiboot, bewegt sich 16 cm in gerader Linie, um zu rammen. Danach schafft es einen erfolgreichen Treffer. Wie groß ist der Stärkewert des Bootes? Warte, wie weit fährt das? 16 Zentimeter? 16 Zentimeter, ja. Ich bin raus. Same hier. Laui! Ihr müsst mehr Boote spielen, ne? Ja, das merke ich gerade. Ich muss mich gerade so zurückhalten, nicht ins Buch zu gucken. Ist ja auch die 500er-Frage, ne? Die ist besonders schwer. Ich glaube, ich weiß es. Sagen wir mal die Hälfte, oder? Ja. Ich weiß es nicht. 8. Ist das eure Antwort? Noch nicht, warte. Ach ja. Wir haben noch ein paar Sekunden. Das war eine Frage. Also, 8. Sag was, ich habe keine Ahnung. Okay, Antwort ist 8. Falsch. Ah, das heißt, die Crew kann noch überlegen. Die Crew kann. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe hier so einen Excel-Typen neben mir sitzen, der hat irgendwas ausgerechnet. Ich habe Boote nie gespielt. Ich kann das jetzt reinwerfen, aber es ist schon ein bisschen gecheatet. Ich weiß nicht, ob wir dann die volle Punktzahl kriegen. Also ich würde da gibt's Minus, sagen, beim Cheaten gibt es Minuspunkte. Ja. Also, weil es über 10 wäre, aber ich bin mir echt nicht mehr sicher, ob wir das eingebaut haben oder mein, nicht. Mein Joker hat hier irgendwas von 11 gelabert, weil das irgendwie mit durch 4 Widerstand und dann noch irgendwas durch 4... Mal 4 und egal. Irgendwas gerechnet. Das ist mir jetzt schon zu kompliziert. Also Dirk sagt 11. Ich würde sagen 12.
12. Also ich habe es tatsächlich völlig vergessen, wie das berechnet wird. Ich sage jetzt 6. Wie das mit 12? Oh, okay, dann haben wir ja echt Glück, dass auch der Joker im Hintergrund falsch liegt. Es ist 12. Ui. Das lag nur daran, weil ich nicht wusste, was der Widerstand ist. Ja, die Bewegung durch 4, das wären in dem Fall 16 durch 4, also 4 plus Widerstand 8. Ah, sind wir bei 2. Ah. Ja. Okay. Ist aber. Er hat irgendwas von mal oder geteilt durch 4 erzählt. Und da kommt noch eine Schicksalskarte drauf. Ja. Es ist ja noch nichts verloren. Es sind noch ganz viele Punkte hier auf dem Board verfügbar, ne? Nur mal so ganz nebenbei, dieses Gitarrenspiel ist übrigens, da unten ist es eingeblendet, hat der Sohnemann vom Seeräuber-Oper Fabian eingespielt, übrigens. Warum ist die Gitarre ist eine Geige? Gitarre? Habe ich Gitarre gesagt? Du hast Gitarre gesagt. Ja, du hast Gitarre gesagt. Ich habe Gitarre gesagt? Ja, aber warum ist der Captain übrigens schon? Ist der nicht ein bisschen klein für Captain? Nein, bei uns im Hause ist er Captain. So, weiter. Ja, ja. Mach weiter. Andere Geschichte. Doch, hat er sehr schön gemacht. Müssen wir endlich mal los. Dran? Die Crew, glaube ich. Ja. Haben wir Präferenzen? Ja, Latrine. Komm. Latrine 200? Ja. Gut. Ja. Nick, das war klar. Latrine. Okay, das wäre jetzt eine Frage, wer näher dran wäre. Ich weiß nicht, wenn Misha die Lösung weiß, weil das wird von seiner Frau eingeschickt, dann bitte soll er ruhig sein. Wie viel Installation gibt es momentan von der Campanero-App? Also wie viele Leute haben sich das installiert? Tassa, da musst du raten. Ich habe leider die E-Mail gesehen. Na toll, so. Ihr seid das. Ja, die wurde an uns geschickt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ist die gerade rausgegangen, die E-Mail? Also aktuell? Heute Abend, ja. Die ist aktuell. Die hat sie vorhin nochmal aktualisiert. Da habe ich keine Ahnung. Ich weiß es immer nicht so. Ist es eher so 40 oder sind es dann irgendwie wie 110 oder so? Also es ist eher sowas wie 110 oder 100. Es ist dreistellig. Seid es gleich um? Ich meine, jetzt bei den Malen haben 130 Leute mitgemacht. Oh. 134 schwebt mir im Kopf rum, aber. Eure Antwort? Ja, nimm. 134. Okay, das ist falsch. Ja, das dachte ich mir. Dann darf die Community raten. Ich würde sagen, wir tippen ein bisschen höher, oder? 135. Ja, natürlich tippen wir höher. 135 ist gemein, aber es ist mit fairen Mitteln hier erspielt dann. Hier sind es Piraten. Hier gibt es keinen gemein. Das ist alles okay. Ja, wir müssen Punkte sammeln. 135 würde ich sagen. Die Antwort ist 135, Tim. Nee, das ist nicht die Antwort, das ist euer Tipp, aber es sind 407. 407? Ja. Aber damit sind sie näher dran, ne? Damit sind sie näher dran, bekommen die Punkte. Juhu! So die ganze Zeit den Daumen hier hochgemacht, aber das hat nicht hingeguckt. Ja, so kommt raus, so kommt raus, dass ich nicht zuhöre zu Hause. Ja, wahrscheinlich immer beim Abendessen erzählst du dir, wie viel Sinn und du so lololololol. So mit so einer schönen Melodie im Kopf. Ja, ich muss ja Fluff lesen. Oh, schön. Okay. Ja. Ja, sorry. Wie gesagt, ich habe die E-Mail bekommen und bin ja einfach die Mails immer durchgegangen und dachte ich, wenn ja, war das die nämlich auch. Oh, scheiße. Dann ist die Community wieder dran. Gleich ist dran. Dann lass uns doch Captain fragt 300 nehmen. Oh. Okay, der Captain fragt, wie viele Seiten hat das aktuell dickste Buch? Aus beiden Editionen? Aus beiden Editionen, ja. Das Mannschaftsbuch ist ein bisschen dicker, oder? Als das Regelbuch. Ich wollte gerade sagen, das Mannschaftsbuch hat über 130 oder? Seiten. Das ist gut. Das Regelbuch ist 116 oder sowas in den Dreh. Ja, und die anderen liegen auch alle so um den Durchschnitt bei 100, 110. Also ich würde auch sagen, Mannschaftsbuch ist das dickste. Nehmen wir das dann? Würde ich auch so nehmen, okay. Ja. Ich will die Seitenanzahl. Ach so. 137. Es muss durch 4 teilbar sein, mindestens. Oder nein. Am besten sogar durch 8. Es gibt, die meisten von denen sind alle ungerade. Möp.
Okay, Zeit ist um. Wir nehmen die 100, wir nehmen die 137. Nee. Leider nicht. Dann darf die Kuh noch. Hm. Also, wenn es das Mannschaftsbuch tatsächlich das dickste ist, sind es 138. Das ist bitter. Ich wollte auch so unverschämt sein und eins mehr machen. Es ist eine mehr es ist überhaupt eine mehr weniger Frage? Nein, ist es nicht. Allerdings ist es auch so, dass zum Beispiel. Pass auf, deine Fanzahl gefällt mir. Ja, aber zählt zum Beispiel die Markerseite hinten dazu, weil dann sind es 139. Das ist halt, also die ist nicht. Dann müsste aber auch die Innenseite des Deckblattes dazu zählen, dann wären wir bei 140. Es zählen alle Seiten. Zum Buch mit. Es zählen alle Seiten. Ja, von vorne bis hinten. Eine Antwort bitte. Warte. Na, eine Antwort bitte. 142. Nee, dann sind es 140. Was jetzt? 142. Also ihr okay. Zählt echt merkwürdig. 140. Ja, dann ist also 142. Ja, mich hat schon geantwortet. Ja, also, mich hat... ja, hättest du mal auf die Frau gehört? Kannst du ja für daheim merken. 140 weg. Aber ich hätte gerne das Buch, das Buch gesehen mit der ungeraden Seitenzahl. Das hätte ich mal gerne gesehen. Ja, das wäre wirklich. Das wäre witzig. Ich habe halt nach Glossar geguckt, ne? Nach Glossar. Und es kommt ja drauf an, welche Seite, eben dieses, was nummeriert ihr durch und was zählt ihr als eine Seite? Da ihr sozusagen das Cover vorne und hinten als Seite zählt, ist schon ein bisschen skurril, weil es wird in keinem Buch so gemacht. Doch, ja, nur als Beispiel. Doch. Nur als Beispiel, wenn das Cover im Prinzip nämlich rausgelassen wird und dann ab der ersten Seite, wo eins im Prinzip, wobei, bevor ich jetzt was Falsches sage, ich gucke gerade nochmal rein. Nee, stimmt, selbst in den Heften wird das Cover als Seite 1 gezählt. Ja. Ja. Wenn man's aufschlägt, genau, das ist eine sehr skurrile Zählung, weil sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ja. Aber ja, auch in der Piratenwelt. Auf Romane und Paperbacks, die werden tatsächlich so gezählt. Ja. Die werden mit Cover gezählt, meine ich. Ja. Okay. Dann ne? Und du warst richtig hier mit 4, musst durch 4 geteilt werden. Ja. Das war ein ganz heißer Tipp. Aber ich konnte leider nicht sagen. Ich muss die Crew unterstützen. Ein Glück hat die Crew nicht abgestaubt. Ja. Dann darf jetzt die Crew, ne? Die Crew darf. Ja. Der Micha hat gesagt, er hat für Fluff geübt, oder? Ja. Dann nimm So nimm Regeln. Fluff 300, ne? Soll ich Fluff 300 nehmen? Soll ich Fluff 300 nehmen? Ja, wir werden wahrscheinlich nichts wissen. Wahrscheinlich musst du das beantworten dann. Gut, dann nehmen wir jetzt Fluff 300. Okay. Moment. Ja, wie viele Lieder gibt es in den Büchern bei Freebooters Fate? Einspruch, der hat 300 genommen, aber egal. Was? Ja, nee, passt schon. Ja. Ich habe das nochmal gewechselt. Okay. Wie viele Lieder in den Büchern? Ja. 12. Eine Zahl zwischen 11 und 13. Ich überlege gerade, was alles als zählen Lieder die ganzen zählt. Shanties auch dazu und so, die erwähnt sind? Oder muss es auch textlich gesungen sein? Also nur erwähnt? Erwähnt. Nur erwähnt. Rechnet mit einem Schwindchen, also. Erste Edition, zweite. Keine Ahnung. Alle Editionen. Hm? Allein schon die Chanties. Eine Antwort bitte. 6. Nein! Doch, es sind 3 Chanties von Delora. Es ist das auf jeden Fall im ersten Regelbuch vorne das Lied drin und noch 2 extra. Puffer. Ich hätte auch 6 gesagt. Okay, ohne was falsch. Das heißt, ich hätte nicht 6 gesagt. Die anderen sagen. Also, es gibt die anderen 3 Shanties und in Edition 1 gab es ein anderes Shanty. Also es sind schon mal 4. Mhm. Also das wurde anders genannt. So, das habe ich gesehen. Was noch? Also ich hab keinen Dunst. Ich habe wirklich keinen Dunst. Also ich meine, wenn die sagen 6 und 6 ist falsch, dann würde ich zu mehr tendieren.
Ja, ich würde auch einfach 7 sagen. Das kommt schon hin. Ja. Okay. Ja. Also wir tippen 7. Okay. Ja, ihr hättet einfach keinen Puffer einbauen sollen. Das sind 4. Die aufgezählten von euch beiden. Nein! Bessantin ist noch nicht in dem Buch drin, ne? Wieso hatte sich eins von den Chantis verändert? Also ich hatte irgendwie gesehen, dass das anders genannt wurde. Ich glaube, das erste. Meine ich. Wer macht denn sowas? Oh. Also ich weiß nur von 3 Chantis und dann im ersten Buch ist im Innencover vorne noch das Freebooter-Lied drin. Aha. Delora Waits ist in dem Buch. War das jetzt eine näher dran Frage oder nicht? Nein, das war keine näher dran. Nee. Also im ersten, ich habe gerade die Karte rausgeholt. Ahnungslos durch die Nacht ist die erste. Das erste Shanti. Ahnungslos. Das heißt jetzt anders. Durch die Nacht. Wie heißt es jetzt? Weiß nicht mehr. Ich habe ehrlicherweise kein Buch hier liegen. War das so ein Andrea Fischer-Song? Das Ahnung, oder was? Nee, andere. Helene. Andrea Fischer. Helene Berg war das. Freund Andrea Berg. Ja, da habe ich mich wieder verwechselt, die im selben Metier unterwegs sind. Dann ist jetzt die Community dran. Ja, jetzt bin ich dran. Ich nehme mal. Der Larry nimmt so Latrine 400. Latrine 400. Okay, das ist wieder eine näher dran Frage. Wie viele Seiten wurden bisher in Buchform gedruckt? Boah. Nur deutsche und englische Versionen. Oh. Und englische. Also, das heißt, nur, wer näher dran ist. Na gut. Sprechen wir jetzt von den Büchern alles einzeln an sich genommen oder wie hoch die Auflage? Okay, also insgesamt, wie viele Seiten die haben? Also jedes Buch einmal. Ja, genau. Wenn du alle Bücher daheim hast, wie viele Seiten hast du dann? Ich rate mal ins Blaue rein. 1000. Also, mit Englisch, ja. Aber Englisch gibt es nicht so viel gedrucktes Englisch, oder? Ah doch, die erste Edition gab es. Die ganze Edition erste, ne? Oh, ach, 16. Was? Ich würde, ja. Doch, ja. Ja, rechnen wir jetzt jedes Buch einmal in Deutsch und einmal in Englisch? Ja, ja. Ja, sag ja. Dann ist es deutlich mehr. Sag 1800. Ich tippe auf 1800. Das ist falsch. Dann darf die Crew. Das muss durch 4 teilbar sein. Ja, ist 1800 ist durch 4 teilbar. Ja. Einfach nur ein bisschen weniger sagen. Also ich würde sagen, auch ein bisschen weniger, keine Ahnung. Wir haben jetzt gesagt 1000 irgendwas, oder was? Ja, wir haben ungefähr 20 Bücher. 1800. Im Schnitt mit... Was haben Sie gesagt? 1800. Ja, dann sagen wir weniger. Eine Seite weniger. 1600. Ja, aber eine Seite weniger geht doch gar nicht. Es muss nur so 4 teilbar sein. Es ist doch egal. Dann mach halt 4 Seiten weniger. Aber es, ich schätze, es sind etwa nur 1000 insgesamt. Eure Antwort ist? Schon wieder höher. Michi, deine Antwort? Abnase. Die Antwort? Michi? Noch da? Mein Team sagt 1796. Okay. Ja, genau. 1796. Also, ich glaube, es sind sogar noch mehr, hätte ich jetzt im Nachhinein. Aber egal. Hätte Warnung? Ich schon gesagt. 1424. Nein! Habe ich 1000 gesagt? Also, sorry, ich muss gerade hier mit meinem Mann diskutieren. Da müssen wir noch ein paar rausbringen. Ja, unbedingt. So. Okay, dann, wer darf jetzt die Crew? Charaktere ist noch nicht so oft gefallen. Die Mitte? Charaktere 300. Okay. Welches ist der Charakter mit den meisten Einzelteilen? Oh. Zählen Legenden mit? Nein. Legendenlimitierte zählen nicht mit. Also Michi hat sie alle gebaut, ne? Der müsste es wissen. Ja, also ich wollte den Job wählen. Ich habe ein paar tatsächlich zusammengebaut vom Fabi mir damals geholt. Ich tendiere zu Franjo. Der hat eine ganze Menge Einzelteile. Ja. Ach, krass. Franjo, da habe ich gar nicht dran gedacht.
Vor allem ist der so ein dicker Sack. Doch, die, ja. die ganzen einzelnen Schwerter da im Rücken, weißt du? Genau, die einzelnen Harpunen da drin. Mhm. Wobei ich nicht weiß, das ist natürlich ein Gussteil, aber für die Figur sind es einzelne Teile. Genau. Franjo. Ich sag Franjo, der ist festgehängt. Mit 13 Einzelteilen ist Franjo, der mit den meisten. Boah! Super! Ich hätte die Dorothee trotzdem gefragt. Okay, dann darf die Community. Und die muss jetzt aufholen. Also Fabian, wo ist der Applaus? Ja. Sorry, mach mal. Ja, wir üben. Aber für euch doch nicht. Ich hab vorhin schon ins Klo gegriffen. Lass Blacky mal entscheiden. Ach, ich dachte, Klo heißt Latrine. Ja, das ist doch gut. Geht, gutes Stichwort. Wenn wir ins Klo gegriffen haben, nehmen wir Latrine 500. Boah. Wow. Okay. Wir müssen aufholen. Richtig. Ja. Das wird wieder eine näher dran Frage. Oh. Mhm. Die können wir nicht wissen. Okay. So. Wie viel Dublon kann man bei den Goblins maximal legal aufstellen? Sofern man keine Legenden, limitierten Söldner und nur Charaktere mitnimmt, die es wirklich gibt. Das heißt, wenn es 3 Hasardeure gibt, dann kannst du auch nur 3 Hasardeure mitnehmen. Wie viel Dublonen kann man dann spielen? Also wenn ich von den bestehenden Goblins jeden einmal mitnehmen würde. Ja, aber es muss eine legale Mannschaft rauskommen. Muss legal sein. Wie viele Spezialisten darf man pro Gefolge? 1-1? Dann haben wir harte Jungs, Hasardeure, Matrosen und Veleros. Jeweils 3? Gibt es jeweils 3 Modelle? Ja, gibt es. 4 mal 3, 12 mal 40 Punkte ungefähr. 480. Und im Schnitt sind nicht so teuer, die Spezialisten. So 60 oder so. Spezialisten würde ich sagen im Schnitt 50. Ja. Also 9, also 450 plus, was hattest du gesagt bei den anderen? 12. 40. Wie viel? Ja. 12. 480. Möp. Eure Antwort? Was ist ein Anführer? 1100 oder sowas? Ja, grob überschlagen. 1100 ist unsere Antwort. Okay. Dann darf haben viel zu viel geredet. Weil das ist Mist. Falsch. Die Crew. Versuche ich möglichst teuer zu sein? Ja, also nehme ich nur die teuersten Spezialisten mit? Das Maximalste an Dublonen. Okay, ja, die haben jetzt nämlich Schnitt gerechnet und du musst einfach das Teuerste nehmen, ne? Ja. Also ich jetzt sollen wir dann mehr sagen? Ja, 1100 kannst du mehr sagen. Ja. Also sie kommen übrigens nur 11 Gefolge, nicht 12. Und ja. 1200. Nee, du musst ja nur 1101 sagen, dann bist du schon teuer. Ja, das ist ein Risiko, ne? Wo kriegst du 1200. Okay. Also wenn ich mich nicht verrechnet habe, wären es 1345. Das sind 29 Schad. Modelle, weil ja, es gibt einen Haufen Verwandte. Ah! Was auch ist... Ah. Was auch natürlich noch der Fall ist, Mayo. Deswegen ist eben auch Mayo Gordab der sinnvollere als Grond, weil du einen zusätzlichen Spezialisten mitnehmen kannst mit Mayo. Dadurch bist du teurer. Mayo? Das ist ja nicht Malo. Das heißt Punkte für die Crew. Wir müssen auch noch einen Charakter machen mit Ketchup, oder? Mayo und Ketchup. Das wäre ein tolles Team, ja. Pomodoro. Aber ich bin ja erstaunt, Florian, dass du das durchgerechnet hast. Ja, ne? Normalerweise. Ich habe gedacht, eine Goblin-Frage muss ich reinnehmen, sonst wird mich hier wieder Ärger. Gibt da so eine Ärger, ne? Ärger. Aber dann in die Latrine geschoben, ne? Sehr gut. Ja. Ja. Da, wo sie hingehören. Eine richtige Scheißfrage, ja. Ja, an die Verwandten habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Ja, die sind gar nicht so unbedingt bei denen. Ja. Aber wenn sie jetzt Goblins malen, dann hast du bei den Goblins gibt es echt viele Verwandten. Ja, und halt ich glaube, das sind wirklich die mit den meisten.
Ja, oder die auf einen Charakterslot gehen, wie Put Charmen und der andere Typ und Bolgotat und El Charo. Ja, und Bolgotat und der andere Typ. Kolotak. Ja. Kolotak. Taro. Mara. Ja, also da geht einiges. Mhm. Kann das sein, dass ich mich irgendwo um 5 Punkte verrechnet habe, aber in etwa müsste das hinkommen. Ja, dann ja, der next Frage. One wird dann ein Live Epic Battle 1300 Punkte Goblins gegen 1300 Punkte Goblins sehen, ne? Ja. Ja, können wir uns mal 3 Tage Sache. Zeit nehmen für. Ich bin tatsächlich dabei, dass es nur 1300 Punkte sind. Ja, aber gut, die kosten halt alle nichts, ne? Ja, ja, ist Goblins, ja. Ruhig, Bauner. Okay. Wer ist dran, ne? Komm. Ja. Captain fragt, hä? 100. Captain fragt. Ganz leicht. Na, dann Captain fragt 400, oder? Okay. Gut, die 400. Okay, Captain fragt. Das ist auch wieder eine Wer ist näher dran Frage. Hm. Wie viele Male haben die Figuren in Studioqualität bemalt? Boah. Also so, wie es okay. im Impressum steht. Ja. Wen haben wir alles? Wir haben von allen Versionen, also von... Von allen Figuren? Von allen Figuren. Ja. 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 Ist eine Schätzfrage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Mir fallen zwar aus dem Kopf jetzt bestimmt 5 oder 6 rein. Ja, nee, wir fallen auch. Wenn du jetzt im Buch nachhältst, so. Hau ich dir auf die Schnauze. Oder die anderen für zwei haben es noch nicht. Team. Ja. Ich hätte auch irgendwie so 7 gesagt, aber wahrscheinlich sind es mehr, wenn du es halt, wenn du jetzt irgendwie wirklich... Mach ich hätte 12 oder 13 gesagt. Ja. Map. 12. Falsch. Ja. Die Community. Also ich habe im Kopf zusammengezählt 7, aber ich kenne natürlich nicht alle. So viele Namen hätte ich es auch nicht. Also ich wäre jetzt auch bei 6 gewesen, hätte als Puffer gesagt, komm, irgendeinen 7. gibt es bestimmt oder vielleicht auch 8. Vielleicht hat Werner auch mal selber welche bemalt für die Seite oder so. Wir müssen ja nur weniger tippen. Nee, mehr. Nee, das ist keine Schätzfrage, oder? Ist es eine Schätzfrage? Das ist eine Schätzfrage. Ist eine Schätzfrage. Oh. Dann sag mehr. Weniger sagen, oder? Mehr? Verdammt. Ja, was jetzt? Mehr oder weniger? Du musst entscheiden, Larry. Larry darf wieder, darf ihn ins Klo greifen. Okay. Ja, dafür bist du da. Wir nehmen weniger. Sicher? Ist das die letzte Antwort? Ja, ihr das seid doch... Ihr müsst noch eine Zahl sagen. Ja, ihr müsst eine Zahl sagen. Achso, ja, dann 11. Tja. Hättet ihr mal auf den Saui gehört? Es sind 22. Alter Vater. Der von ganz vom Anfang an und so. Ja, das war Saui. Ich dachte, und der Männer und der Franz sind da bestimmt auch dabei, ne? Ja, Männer, Franz und so weiter. Ja. Ich dachte, die ganze Zeit Taron hat reingeredet. Entschuldigung. Okay, wer kriegt jetzt die Punkte, Florian? Ja, gar keine. Achso, war nicht daran. Nee, achso, ja. 12 ist mehr. Das war ja gar keine Schätzfrage, doch, oder? Doch, doch. Mano. Oh, ja. Was ist die Crew? Ja, weil die waren näher dran. Haben die aber Glück heute, du bist ja auch. Entschuldigung. Alles gut, aber. Die Frage ist, weiß der Captain die alle auswendig? Nein, ich kann sie gerade vorlesen. Ich wollte gerade sagen, du hast sie alle aufgeschrieben. Was? Die sind doch alle im aktuellen Buch, Werner, oder? Im aktuellen Buch, bis auf, und das war ja das Tricky dabei, dass ich mich da nicht reingeschrieben habe, weil ich ja immer überall auftauche und dachte mir, schreibe ich mich da nicht rein. Ja, guck mal, dann sollen wir dem mal eine Bühne geben und mal, soll ich mal alle vorlesen? Unbedingt. Einmal Sarah Behrens, Sascha Bernhard, Simon Bradley, Tanja Bray, Castlebrush. Oh, jetzt muss mir helfen. Martje Giesbert? Ja. Mhm. Sehr gut. Ja. Brenda Gussmann? Guido Günther? Jennifer Haley? Robert Karlsson? Florian Ludloff? Raphael Mattig? Carsten Radzinski? Marieke Reimer? Franz Sander, wer das auch immer sein mag? Okay. Alek Surjakov? Maria
Oh Gott. Maria Arroyo. Arroyo Drache. Richtig, genau, sag ich ja. Matt Berzani, Florian Weinheimer und Ilya Zimin und Werner Glocke. Sind wir bei 21, wer fehlt? Fehlt da aber nicht jemand? Da fehlt Werner. Hast du aus dem Neuesten vorgelesen? Ja. Das dann hast du einen vergessen gewesen. Reinzuschreiben, weil es doch hier. Michael Kurz? Genau. Der Dieter Tartini bemalt hat. Richtig, der ist ja auch online. Ja. Stimmt. Also es war ein doppelter Haken drin. Ein falsch. Du musst nämlich zwei vergessen. Genau. Ach so, die ist gar nicht in Real Life bemalt, sondern digital bemalt. Wer? Nee. Was du jetzt gerade gesagt hast, nee? Vom Michael. Ja. Nein, die sind echt bemalt. Ah. Und die Belsatin. Die sind auch drauf. Die Community ist jetzt. Hm. Mm. Ihr braucht sucht Punkte. Aus. Ihr braucht Punkte, genau. Wenn man schon vorher wüsste, ob es so eine Schätzfrage ist, ne? So. Ja. Also komm, wir versuchen die 400, oder? Sicher. Mhm. Welche? Die, ich würde sagen, Regeln 400. Okay. Ja, Regeln 400. Okay. Okay, dann. Wassergeborene Charaktere erhalten neben den Möglichkeit, aus dem Wasser Sturmangriff nutzen zu können und keinen Abzug fürs Schwimmen zu erhalten, noch drei weitere Vorteile. Welche? Sie können nicht untergehen, kriegen plus eins Verteidigung und? Irgendwas mit können ihre normale Bewegung machen, oder war das, gab's das schon? Das war schon. Ah. War schon. Nicht versinken? Das nicht untergehen, heißt denn? Ja, irgendwie sowas, ne? Das hatte Laris aber schon vorgeschlagen. Hat schon gesagt. Okay, du hast den plus 1 Verteidigung gehabt, ne? Kann nicht untergehen. Die Sichtlinie irgendwie blockiert werden im Wasser? Nee, ne? Ja. Ist die nicht? Also, plus 1 Verteidigung, könnte ich untergehen und? Überleg doch mal, wir haben doch letzte Woche noch gelesen zusammen. Ja, Mann. Ihr könnt lesen. Dann brauchen wir jetzt eure Antwort. Dann mach noch plus einen Angriff dazu. Plus eine Verteidigung, plus einen Angriff und das nicht versinken. Genau, nicht versinken, plus eins Verteidigung und plus eins Angriff. Stimmt zwar, glaube ich, nicht, aber egal. Das nehmen wir. Das ist falsch. Ja. Wie war die Frage nochmal genau, bitte? Nee, nicht wiederholen. Also, du kannst einen Sturmangriff noch machen. Du kannst die Zeit verkürzen. Und bekommen keinen Abzug fürs Schwimmen, erhalten aber noch drei weitere Vorteile. Welche? Okay, Sturmangriff und Bewegung haben wir. Sie können nicht versinken, sie kriegen plus 1 V gegen Fernkampf und sie können im Nahkampf ohne Abzüge angreifen. Ist das die Antwort? Dann du hast aber den... eine Geländeneigenschaft tief. Aber das plus 1 V hat doch jeder Charakter Wasser. Ja, ist doch egal. Wassergeborene haben es auch. Okay. Also? Das war die Antwort? Ja. Ja, dann falsch. Ah. Ihr habt beide einmal knapp daneben, weil, Michi, bei dir ist falsch, nicht plus 1 V gegen Fernkampf, Deckung. Sondern plus 1 V gegen Nahkampfangriffe. Gegen Nahkampf? Ach. Ja. Und eben, nein, er hat Fernkampf auch. Gesagt. Ich hab Fernkampf. Gegen den Fernkampf haben nämlich alle. Genau. Ja. Ach so. Und kein Abzug auf A war eben bei der Community leicht, also nicht plus ein A, sondern kein Abzug auf den A. Aber das ist ja dann wie plus passt. Ein A. Es ist rechnerisch wie plus, ja, nicht immer. Weil zum Beispiel, es könnte ja sein, dass du mit einer Ereigniskarte irgendwie auf 0 kommst und dann wäre plus ein A ja was anderes als kein Abzug auf A. Okay, dann die Crew. Und Captain Spark. Nee, ach, die nicht so eine hohe Nummer. Dann machen wir die Latrine zu. Nee, ach komm, die Latrine, keine Klofragen hier. Gut, da wir nicht auf Nick hören. Wir sagen einfach bei allem, was der Nick sagt, nee, lass, wie war der Spruch, lass mal reden. Geh mal weg damit.
Geh mal weg. Geh mal weg damit, Nick. Ja. Oh nee, geh mir fort. Also Tassa. Also wir müssen die hohen Zahlen müssen wir ja für die Community lassen. Ich würde mich in den 200er Bereichen jetzt mal bewegen. Dann haben wir nur noch drei Kategorien zur Auswahl. Fluffregeln oder Charaktere. Eins, zwei oder drei. Wollen wir den Live-Chat mit einbeziehen? Das dauert zu lang. Der Micha ist doch auf Fluff getrimmt. Oder auf Regeln. Das kann er alles. Ich kann alles. Ich kann auch Charaktere. Komm, sagen wir Charaktere 200. Okay. Ich logge ein. Welcher Charakter, ausgenommen von Legenden und Limitierten, hat die meisten Sonderregeln? Calamity, aber okay. Genau. Ohne Legenden und Limitierte. Ja. Die hat extra meistens, im Rechner noch hinten was draufgekriegt. Der Birk quatscht hier in unsere Redezeit. Meistens irgendwelche Anführer. Handicap. Ja, ja. Oh, irgendwas bei der Bruderschaft. Zieh gleich das Kabel oder so. Ich glaube, irgendwas bei der Bruderschaft. Ich würde sagen, Blackbeard. Bei der Bruderschaft. Truppo. Captain Rack, keine Ahnung. Colpo Di Mano. Ich kann nichts sagen, ich habe die Mail auch gelesen. Micha? Das König sagst in der Schatten. Jetzt. Ach so, warte mal. Antwort? Der Senior Nefando in der. Ach so, warte, der hat aber zwei. Antwort? Zwei in der anderen jetzt? Version, weißt du? Der Antwort? Colpo Di Mano. Blackbeard. Und du hältst sie. Florian, ist das jetzt keine Antwort? Colpo Di Mano hat er gesagt. Colpo Di Mano habe ich gesagt. Nö. Ja. Okay, dann hat die Community noch Zeit, ne? Ah, jetzt war mein Mikro gerade weg. Super. Wer hat die meisten Sonderregeln? Dann nimm ich Fenjo Nefando. War's nicht. Ja, du bist bestimmt... Die Community. Fenjo, der Birk ist bestimmt in die Küche gerade gesagt hat, Fenjo Nefando. Ich spiele die Bruderschaft. Zu den anderen kann ich nicht wirklich viel sagen. Ich tendiere auch zu einem Anführer. Und bei der Bruderschaft weiß ich definitiv, wenn ich Fenjo Nefando... Da bin ich immer überfordert, weil der hat einen ganzen Arsch voll Regeln unten drauf. Ja. Einverstanden? Ja. Okay. Jo. Dann nehmen wir das hin aus Nefando. Nein. Das ist Mashallah Silvi. Das ist ganz wichtig, weil es ist eben Sonderregeln. Da teilen halt sowas wie Nachladen und so Sachen auch dazu. Mashallah Silvi hat eine mehr. Aber Colpo Di Mano knapp dran, oder? Keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Jeden habe ich nicht überkommen. Achso, und der Senior Nefando ist tatsächlich der Nächste dann. Genau. Ja. Eigentlich aber die Großfiguren habe ich überhaupt nicht gedacht. Was auch noch, ich wollte erst machen, die momentan erhältlich sind, weil dann wären es die Zombie-Oktopusse gewesen. Hä? Was? Ja, die haben so viel, ja, weil empfindungslos, furchtlos und so weiter. Ja, wär ja keiner drauf gekommen. Verteidigungslos. Da hätte ich überhaupt nicht dran. So, dann kommt die Community mit 500er-Frage, würde ich mal sagen, oder? Ja, also wenn man jetzt Freebooter spielen würde und so viele Punkte hinten dran liegt, würde man jetzt anfangen, auf die Mannschaft zu schießen, ne? Das geht auch, ja. Hey. Was bleibt uns übrig, ne? Also, nehmen wir irgendwas 500, oder? Ja. Dann hast du noch Captain fragt und Charaktere 500 hast du, glaube ich, noch, ne? Ja. Bei Charaktere konnten wir mal punkten. Ja, kommt mit der grünen Charaktere. Jacke. Ja, Charaktere einmal, genau. Das war die Latrine mit der grünen Jacke übrigens. so nebenbei. Also Charaktere 500. Also, jetzt haben wir auch wieder so eine lustige Frage. Oh Gott. So. Wenn die Dublonenhöhle egal ist, wie viele Spezialisten kann man bei der Amazon anheuern und eine legale Mannschaft erstellen? Er darf aber auch wieder das Gefolge nur so oft benutzen, wie es dabei ist. Und keine Legenden und Limitierten. Ja, bin ich raus. Aber wenn die Dublonenhöhe egal ist, wie viele Spezialisten darf man anheuern? Nee. Kannst du anheuern, ja. Das maximal an möglichen Spezialisten. Es gibt mindestens einmal Verwandtschaft. Das sind die beiden Fängerinnen. Ah, diese Schleuderschwestern. Mit den Nüssen. Ja. Taya Kotto. Also. Okay, Gefolgeminis gibt es aktuell, glaube ich, 10, ne? Nee, Moment.
Es gibt nur zwei Attels. 13 Sekunden noch. Genau. Also 10, okay. Ja. Du brauchst eine Zahl, Flo, ne? Ja, wäre cool. Dann, du also, kannst auch mehr ein Wort nennen. Das ist aber noch mehr verwandt? Nee, es gibt von unserer Zeit jetzt. Die neuen noch. Die Zeit ist um. Brauchen wir eine Antwort? Es müssen 12 oder 13? 12 okay. Sein. 12. Ich meine nämlich die neuen mit diesem Schleudern und die alten. Ja, dann nehmen wir 12. Ja, wir nehmen 12. Leider nicht. Oh nee! Ja, Entschuldigung! Was? Ich muss an meine eigenen Regeln halten. Vielleicht müssen wir die Antwort als Frage, wie bei Jeopardy. Nee, was das ist haben wir rausgelassen. So, dann darf ich die Kuh. Ihr habt die Onkas vergessen. Oh, danke, Micha. Danke, ich nichts dazu. Also hast du, schon eine du hast schon eine Zahl, ja? Ja, also ich stimme euch zu, es gibt 10 Gefolge. 10 Gefolge. Zweimal Verwandte, die mit den Ayayal und die beiden Turituri und Horeka Reka und 3 Onkas. Wenn Söldner nicht dazukommen, dann sage ich 15. Wie die Musik instant aufhört. Ja. Ja, ist korrekt. Das ist gespenstisch. Ja. Sehr gut. 15 ist korrekt, boah. Wow. Ja. Er hat es auch erklärt, also ich brauche es jetzt nicht mal mehr erklären. Ja. So. Was? 200? Ja. So, dann darf ich die Kuh wieder. Latrine! Achso, So, Nick hat schon mal die Latrine ausgeschlossen. Ich möchte, glaube ich, eine Fluff-Regel und die 100. Okay. Die ist einfach, die kannst du beantworten. Was ist Fluff-Regel? Oder? Nein, Fluff-Regel. Also, Fluff-Regel 100, beide. Fluff-Regel 100 ist Rattenjäger. Nein, nein, Fluff ist richtig. Der Bill quatscht schon wieder rein hier, Ruhe auf den billigen Plätzen. Okay, ja, wer hat bis jetzt am meisten Fluff geschrieben? Hendrik? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Hendrik? Hendrik. Was ist jetzt die Antwort? Ja? Michi, hast du ja gesagt als Antwort? Hendrik. Okay. Hendrik Mell, wenn du es wissen willst. Ja, okay, das ist richtig. Das hätte ich sogar gewusst. So, dann darf jetzt die Community. Tendiere dazu, nochmal Ehrenpunkte zu kriegen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, dann die letzte 500er. Ach so, ja, okay. Wir geben uns nochmal dreckig. Okay. Die Latrine für 100. Nee, komm, das ist eine Schätzfrage und wir haben gute Chancen jetzt. Ja, wer gut, sagt, okay, dass das eine Schätzfrage ist? Ich hab geraten. Hast okay, geschätzt, ne? Ja, genau. Wie viel wiegt der Kapitän? zu viel, richtig. Nee, nee. Er wird nicht verraten. Nein, jetzt wird es interessant. Die kommt auch vom Captain. Also bei Captain fragt, bin ich komplett raus. Da kann ich jeden Schuld von mir weisen. Welche 4 Personen waren am Stand der ersten Spiel? Welche Frage hast du jetzt genommen? Captain fragt. Fluff 500. Captain 500. Ja, der Captain. Okay, 1. Eine Frau? Hoffentlich. Ja. Ja, okay, 2. Dann Franz und Hendrik. Okay. 4. Also das sind so die Namen, die mir jetzt da einfallen würden. Oh Gott, 500. Frage waren wie viele, ne? Wer? Welche 4? Puh. Ja, dann haben wir jetzt 4. Ja? Ja, aber welche Frau? Wen meinst du? Dorothee. Ah, okay, Dorothee. Also Werner, Dorothee, Hendrik und Franz war das, gell? Mhm, das ist leider falsch. Oh. Ja, die ist schwer, die Frage. Weiß die Crew aber auch nicht. Die Anmerkung mit welche Frau war super. Ich habe überlegt, wie viele Frauen. Ich habe nur verstanden, eine Frau. Wenn er hat halt ein wildes Piratenleben. Ja, ja. Okay, Crew.
Ich glaube, also die Werner, Frauen waren nicht dabei. Werner auf jeden Fall. Er ist ein Tipp, aber ich weiß nicht. Werner, Franz auf jeden Fall. Jochen, glaube ich noch. Nee, ich glaube Jochen nicht. Ja, da ist neulich mal sowas gefallen. Hendrik muss auch oft arbeiten, glaube ich. Aber ja, ich glaub, Hendrik ist auch erst später dazugekommen, glaube ich. Der hat ja mit Fluffschreiben und so. Der ist nicht so früh gewesen, glaube ich. Also auf der RPC waren es auch Werner und Franz und die waren, glaube ich, dann da alleine. Werner und Franz. Aber wer sind ja nur zwei? Es geht um die Spiel, ne? Es geht Aber. Ach so. Werner, Franz, Jochen. Nein, Jochen, nein. Wir brauchen eine Antwort. Drei. Mein Namensgedächtnis. Zwei. Eins. Ja, du nimmst doch die zwei. Ich sag jetzt Werner, Franz, Dorothee und Jochen. Alter. Weißt du, dass Jochen nicht dabei war? Ach, nein, willst du auflösen? Doch, die zwei Mädels. Es waren zwei Frauen dabei, ja. Und zwar Bettina, die auch jetzt noch auf Messen rum, unsere Rothaarige, ne? Black Betty. Ja, genau. Unsere Rothaarige. Und dann war noch eine Bekannte aus meiner Jugend aus Kassel dabei, die Kerstin. Und Werner und Franz. So, die Doro hast du zu Hause gelassen. Nein, die Dorothee gab es da noch nicht in meinem Leben. Die ist später aufgetaucht. Das war doch, wir sprechen vom Jahre 2002. Sagt Bettina bitte nicht, dass ich sie vergessen habe. Das könnt ihr nicht. Hat auch keiner gesehen, Michael. Nee, hatte ich auf dem Schirm, deshalb meinte ich ja die zwei Mädels. Ja, also. Bettina wollte ich auch sagen, aber ihr Name ist mir absolut nicht mehr eingefallen. Ja. Eine Nullnummer. Aber sag mal, auf der RPC waren doch nur dann du und der Werner und Franz dann, oder? Du und der Werner und der Franz, genau. Du und der Werner und der Franz. Ich meine, da war auch die Bettina dabei, oder? Echt? Nee. Oder? Bettina war doch immer dabei eigentlich. Nee, auch nicht. Ich meine, die waren mindestens zu dritt oder zu viert. Ja. Einer auch, dass ein Mädel dabei war, ja. Okay. Aber da könnte schon die Dorothee dabei gewesen sein, weil RPC ist ja noch nicht so lang her, oder? Da hatten wir schon Freebooters das Fate. Das war 2010. Ja, ja, und dann hatten wir ja schon Freebooters Fate, ne? Oder? Mhm. Mhm. Genau da. So. Ich wäre ja jetzt dafür, weil wir sind Piraten, dass die Community meutert, oder? Was heißt das? Was heißt das? Ja, wir nehmen Charaktere 400. Danke. Frage bitte, Flo. Danke. Genau, ich würde sagen, dass wir die Fragen jetzt alle der Community stelle. Ja. Ach so. Ja. Ne? Das hört sich gut an. Und die Crew hat nur die Hälfte der Zeit danach zum Die Übernehmen. Crew kann dann nur nachlegen. Weil es ist ja piratisch hier, die meutern jetzt einfach, wie es immer so ist. Sehr gut. Meutermodus. Hat der Laris ja gerade gesagt, ne? Oder? Was habe ich dir? Ich habe noch gar nichts gesagt. 400? Nee. Was? Aber ich glaube, Charaktere 400 hat der Blacky gesagt. Ja, Charaktere 400. Ja. Okay. Achtung, wieder genau zuhören. Welcher Spezialist außer Blackbeard hat keine Eigenschaften? Also welcher Spezialist keine Eigenschaften? Da gibt es noch einen. Was ist mit den Masken? Haben die Mastiffs was? Das ist ein Amara, ne? Bei den Goblins haben sie alle eine. Außerdem wäre es ja dann keine Flo-Frage, Vielleicht sollte der nicht so weit wegfahren. Ja. Mhm. Also die können auch Waffeneigenschaften haben zum Beispiel, ne? Also ja, Waffeneigenschaften können sie haben. Keine Eigenschaften. Ex-Captain Jack vielleicht? Gesundheit. Ich habe eure Antwort nicht gehört. Wie war die? Die muss der Redeführer sagen. Was nehmen wir jetzt? Ich habe keinen Dunst. Ex-Captain Jack. Nee, habe ich ja gehustet. So. Was? Den hatten wir schon mal. Wir haben uns vorhin schon über seine Eigenschaften unterhalten. Ne? Ja, das ist ja verwirrt. Vielleicht fällt er ja spontan noch ein anderes Modell ein. Ja. Komm, spontan. Long John. Long John? Nee. Nicht so spontan. Vielleicht fällt uns noch andere Figur ein. ganz spontan. 3, 2, Mastins. Die Lady. Was jetzt? Was die Lady.
Ja, richtig. Yay. Durch keine Eigenschaft. Das habe ich sofort gewusst und ganz spontan habe ich es rausgehauen. Ja, deswegen kriegt ihr auch die Punkte. Ja, sehr gut. Ja. Ich hab bei Fabians Anwurf dachte ich kurz, er meint Bote. Was? Der Dach hat einzig keine. Weil Long John hat Scharfschütze. Genau, Long John hat. Shell, Shell links, Shell rechts und natürlich Tier. Ja. Was wollt denn als nächstes? Was hat Curly N nochmal? Die hat Seefest. Ah, guck, das. Eine 1-0 hatte sie keine. Neu, ja. Aber schade, dann hätte ich habe schon gedacht, Mist, das weißt du mich bestimmt, aber da hättest du Curly N gesagt, wäre es falsch gewesen. Ich hätte wahrscheinlich Curly N gesagt, ja. Ja. Sehr gut. Okay, was wollt ihr als nächstes? Machen wir von rechts nach links die Liste durch. Doch klar. Latrine 100. Latrine! Okay. Das ist eine nicht ganz ernst gemeine Frage. Ich hoffe, man wird von Twitch gebannt. Und das ist aus einem Kreuzworträtsel für Freebooters von der Spiel gekommen. Was ist groß, schlank und hat haarige Nüsse? Oh Gott. Eine Palme. Ja? Würde sogar passen. Ja, komm, wir nehmen eine Palme. Ja, die Palme. Sehr gut. Das ist richtig. Ja, super. Selbst wo ich dran gedacht habe, an Michael. Woran hab ich schon gedacht? Werner, woher weißt du das denn? Nein, weiß ich nicht. Entschuldigung. Was soll ich dazu sagen? Okay, was kommt als nächstes? Haben wir noch mehr Latrinenfragen? Die sind gut. Nee, die Frage ist, wer hat sich diese Frage für das Kreuzworträtsel ausgedacht? Hendrik. Typischer Hendrik. Ja. Oh Mann. Rotz und Wasser geheult. Ja. So, soll ich einfach mal weitermachen? Was ja, bitte, so schnell. Ja, ja. Ja, mach doch einfach, weil machen sie doch alle durch. Ja, Regeln 100. Ja. Welches Symbol muss ein Charakter ziehen, wenn er sich von einem anderen Charakter mit anhänglich aus dem Nahkampf lösen möchte? Eine Dublone. Pistole. Oder Voodoo-Puppe. Voodoo-Puppe, glaube ich. Es spielt einfach das Ass im Ärmel, da sind alle Symbole drauf. Ich habe keine Ahnung. Nee, Voodoo-Puppe ist, wenn du dich normal lösen willst, ne? Brav. Und dann wirst du getroffen bei der Voodoo-Puppe. Ja, also ich bleib bei der Dublone. Ich bin mir da ziemlich sicher. Okay. Ich kann mich täuschen, um Gottes Willen. Also ich weiß halt nicht, aber die Voodoo-Puppe passt irgendwie thematisch für mich nicht. Ja. Nee, das ist weiß auch nicht. Ich nicht. Also so die Dublone ist irgendwie so recht neutral gehalten. Ja, genau. Wir nehmen die Dublone. Sehr gut. Ich wollte schon zwischenrufen, hör vielleicht mal auf den Saui diesmal. Saui, ne? Jetzt sag doch, dass es richtig ist, sonst... Ja, ist richtig. Ja. Sehr gut. Dublone. Sehr gut. Gut, dann machen wir erstmal die 100 der fertig. Ja. So, der Captain fragt, was wird am Messestand am meisten getrunken? Kaffee. Wenn ich da bin. Warte mal, welches Team ist denn gerade dran? Ja, das Community. Ich sag eindeutig Kaffee, wenn ich da bin. Wie gesagt, ignoriert Nick. Ja. Also ich würde auch irgendwas tippen, wenn ihr jetzt mal so einen Messetag berücksichtigt, die sind vor Öffnung da und die sind nach Schluss da. Ich glaube, das meiste, was weggeht, wird irgendwas Neutrales sein, wie Wasser oder so. Aber als lustige Frage ist bestimmt Rum die Antwort, die gesucht ist. Kaffee oder Wasser? Was nehmen wir? Kaffee oder Wasser? Dann nehmen Kaffee. Ich nehme Kaffee.
Hätte. Achso, nee, die. Die soll nicht auf den Nick hören. Mach das ist ein Anlassproblem, ist voll doof. Das ist falsch. Die Kuh darf antworten. Warum? Nein, Micha, Sekt! Wie weißt du, wie viel Sekt da fließt immer? Bitte? Das wird also morgens immer. Man muss beim Werner muss man immer Sekt trinken. Du hast ja einen Eindruck von uns gewonnen. Eine Flasche auf dem ganzen Stand und danach wird nur noch rumgetrunken. Also ich weiß, was ich immer trinke, das ist aber nicht die Antwort. Kaffee. Naja, ich meine, ja, Wasser geht schon auch viel, aber sehr langweilig, ne? Ja, rum. Ich sage, ich sag rum. Mach. So. Hättet ihr mal Wasser genommen, ne? Ja. Wasser wieder meinst du? Wenn du den ganzen Tag da unterwegs bist, musst du ja die Stimme ölen und alles. Ja, das ist ja, das ist ja so offensichtlich und voll langweilig. Also ja, ich weiß nicht, was da. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich gebe mir auf dem Messen immer so viel Mühe, den Rumpfpegel da hochzuhalten. Wie kann denn Wasser da Nummer 1 sein? aber die andere Frage, also die 150-Frage wäre. Was am meisten an oder an alkoholischen Getränken, was da Liter am meisten geht. Ich hoffe, den Leuten gefällt es, dann können wir noch eins machen. Ja, dann hättet ihr gewonnen, ja. Gut, dann machen wir Regeln 2 rundet. Welche Attribute sind in ihrer Wertigkeit gedeckelt? Also sie können einen Maximalwert erhöhen. Attribute, Leute. Attribute. Sechs Stück gibt's. Nee, Moral gibt's nicht. Sechs Attribute. V und A, würde ich sagen. Ja. V ist nämlich 5, das war die Antwort, ne? Vier. Ja. Warte mal. Ich muss jetzt gerade mal nachgucken, nee, da soll ich was Falsches erzählen. Nee, ist richtig. Weiß ich ja sogar. Warte mal. Die gibt mir dann einfach nicht weiter, weil das ist sonst zu einfach. Ich muss gerade mal gucken, wie wir Dings deklariert haben. Also die anderen dürfen einfach nicht raten. Du hast doch eine Lösung da stehen, oder? Ja, ich habe eine Lösung, ja. Und damit wäre es nämlich falsch. Widerstand ist auch noch gedeckelt, nee. Oder? Nein. Leider nicht. Nee. Vielleicht gucken wir nach, ob Moral ein Attribut ist. Ja, Moral. Sonst wäre es Moral, ja. Aber das ist ja kein Attribut. Doch, ist eins. Ist halt eins? Steht im Regel. Oh Gott. Okay, hätte ich doch. Hätte ich einen Treffer auf den Moral kriegen? Dann nehme ich alles zurück, ich hätte es doch nicht gewusst. Was kann ich? Ja, die Wertigkeit ist halt gedeckelt, ne? Bei 9. Höher geht ein Moralwert nicht. Ja, stimmt. Also ist die Antwort Moral und? Angriff und Verteidigung. Angriff 4, Verteidigung 5, Moral 9. Gut, dann die letzte Frage, bevor wir zur Masterfrage kommen. Flaff 200. An der Seite von welchem Reich kämpft die Bonn gegen das Imperium? An der Seite von welchem Reich? Was? Ja. Zählen die Wild Tower als Reich? Nein, kein Reich. Die sind arm. Die brauchen wir an die weitergeben, weil der Michi weiß das bestimmt. Gibt doch nur ein anderes Reich. Ah, das sind doch diese, warte mal, sind das nicht diese Asiaten, die da? Es ist nicht oder? Österreich. Ist auch nichts Deutsches. Frankreich? Deutschreich. Sorry, sag was. Sind die Wassermenschen? Der Bonn. Kein Dunst. Also da müsste ich jetzt in das, was ist das? Tales of Longfall. Keine Ahnung, was gucken. Also. Nee. Gebon bin ich raus. Irgendein Tipp? C. C. Ja, okay. Ja. Tipp, wenn ihr es nicht Jungle weiß, da habt, schlagt's auf oben rechts. Welches? Deep Jungle oben rechts auf der Karte. Deep Jungle oben rechts. Das ist eine Karte, ich glaube vorne. Genau, auf der Innenseite. Richtig, sehr gut. Marland. Ja. Marland wollte ich gerade sagen. Ja, Marland hat mit dem Fürstentum de Bonn gegen das Imperium. Das war richtig. Kämpft. Sehr gut. Ja, sehr gut. Marland ist die
Marland ist die rebellische Provinz, die sich gegen das Imperium erhoben hat und inzwischen tatsächlich sogar einen Waffenstillstand und die Unabhängigkeit errungen hat. Ist die Unabhängigkeit anerkannt von den anderen? Sind wir hier bei den UN oder was? Das sind Piraten. Da ruft jeder einfach sein eigenes Land aus, wenn er möchte. Haben wir eigentlich noch Zuschauer oder sind schon alle weggelaufen? Nö, konstant wechseln die so zwischen so plus minus 5. Der Sali ist noch da, auf jeden Fall. Ja, dann, ja, jetzt haben wir eine Bonusfrage? Bonusfrage, ja. Jetzt muss jeder Punkte setzen und wenn er es falsch hat, die Antwort, geht's, wenn es abgezogen, wenn er es richtig hat, kriegt er es drauf. Das das ist aber spannend jetzt. Ist das eine Schätzfrage auch? Nein, das ist keine Schätzfrage. Also jeder kriegt eine eigene? Nein, es gibt eine Frage. Wer muss dann schneller schreien, wer die beantworten darf? Nee, also ich glaube, wir können zum Beispiel jetzt sagen, wir setzen 1300 Punkte. Genau. Ja, kriegen eine Frage sowieso. Und wenn wir sie richtig haben, kriegen wir nochmal 1300. Genau. Okay, was immer noch nicht reicht. Klar. Wie viele Punkte haben wir überhaupt? Wenn die Kuh verkackt. deswegen würde ich sagen, die Kuh tippt mal als erste, wie viele Punkte sie loswerden will. Mhm. Ja. Die feige Crew. Nein! Doch, los. Traut euch, ihr seid. Traut euch mal, hopp. Ja. All in. 1796. Genau, so der labert immer rein. Traut hier. Jemand mit der Excel-Tabelle. Ja. Genau. Nick, sag du doch mal was. Auf dich hören immer alle. Dann sage ich All in. Jawohl. Ja. Der Nick. Zum Glück ist der Micha der Sprecher. Micha, sag mal. Artige 400 setzen. Micha, sag mal All in. Ich tendiere jetzt zu. Ah, na komm, All in. Jawohl. Der Nick ist schuld. Wenn auf die Schnauze fallen, dann richtig. So ist. Ja, das ist das Gute, dass die halt wissen, wie Chabetti funktioniert, oder? Weil normalerweise hättet ihr jetzt. Dach nix. Ja, jetzt ist fertig. Jetzt fertig. Jetzt haben sie fertig. Ich weiß, dass wir das sicher hätten gewinnen 99. können, aber was ist das denn für ein Piratenspiel? Genau, sehr gut, Micha. Wenn ihr einfach alle all in geht. Er ist doch gut. Der Nick hat es halt nicht drauf. Da höre ich einmal auf den Nick. Okay, also. Beide gehen all in, ja? Okay. Ja. Mhm. So, und dann wer jetzt zuerst reinschreit, oder was? Ja, der muss irgendwas, Parley rufen, dann darf er sprechen. Ja, genau. Okay, aber ihr müsst ja, wenn ihr Parley ruft, dann muss auch eure Antwort direkt kommen. Ja. Aber da darf jetzt jeder von uns reinschreien. Ich wollte gerade sagen, kein Teamsprecher mehr. Nee. Hallo. Gut zuhören. Hallo. Anne, wie hieß das? Okay. Welcher Charakter ist ein ganz toller Tortenliebhaber oder Liebhaberin? Warum darf ich nicht mitspielen? Ah, Palli. Ich weiß. Palli. Ja? Lisette. Nein. Nein. Oh mein Gott. Hat die nicht irgendwie immer so mit, hat die nicht immer so Kuchen verteilt? Darf ich nicht? Ach man, warum darf ich nicht? Palli. Ja, ich weiß. Theresa. Korrekt. Dadurch, dass Birk gerade gesagt hat, darf ich nicht, ist mir Theresa auch eingefallen. Oh nein. Ja, super. Ja. Oh. Ja, herzlichen Glückwunsch an die Crew. 6000 zu 0. Crushing Defeat. Theresa, Tales of Longfall, La Noche de Bruja, da steht's drin, oder? Da steht es im Mannschaftsbuch steht es auch drin, bei ihrer Beschreibung, der letzte Satz. Bei ihrer ersten Beschreibung. Genau, ja. Da kann ich mich nämlich sehr gut dran erinnern. Da war nämlich die nette ältere Geschichte. Dame. Ja, Teestunde und Torte gab es da immer. Genau. Das ist sogar ein Szenario. Ich sehe schon, wir brauchen demnächst so ein paar Fluffstunden, ne?
Wo einfach irgendjemand so ein paar Geschichten vorliest, damit alle mal so auf den Stand kommen. Ja, also, ich würde sagen, neues Format, Videoformat, Birk liest. Du setzt dich in einen Ohrensessel mit deiner, mit deiner Pfeife im Mundwinkel und dann liest du Fluff vor. Oh, das wäre schön. Oh, schön. Feind in Sicht, schallt die Stimme des Ausgucks vom Kämpfer Victoriosa herunter. Flankiert von seinem ersten und zweiten Offizier hob El Venardo sein eigenes Fernrohr ans Auge und sucht den Horizont an. Ich freue mich schon, wenn Tassa dann schreiend reinkommt, warum du da Abwasch nie gemacht hast. Jetzt gerade. Ja, geil. Ja, schön, oder? War doch eine tolle Quizduell-Premiere. Ich glaube, das können wir mal öfter machen. Könnt ihr mal in den Chat und in die Kommentare reinhauen, ob es euch da gefallen hat. Nein, du hast doch so eine Polling-Option. Mach doch mal, wenn euch gefallen. Klar, gut, Moment. Gut, oder so. No pressure. Dürfen Moment. Die Verlierer auch abstimmen? Ja, ich glaub, jeder, der sieht, darf mal draufklicken, wenn du nicht. Während du live bist. Create a poll. Ich kann nichts machen. Ich muss erst den letzten beenden. Ich wollte gerade sagen, da ist schon einer. Und was haben wir jetzt verloren? Nix. Ehre. Kriegen jetzt Holzbein kriegen wir. Ehre. Nein! Hätte der gewonnen, dann hätte der im Discord einen eigenen Rang bekommen mit Grubezwinger. Aber so. Oh. Was ist denn ein Quiz? Quiz. Oh Gott. Quiz, wo bist du? Mein Gott, Oma, trink weniger rum beim Stream. Ein Quiz. Die Schweizer Variante. Das ist die Österreich. Ja. Die Schweizer. Quiz. Und heute Abend ein Quiz durchführen. Ja, mei. Ja. Oh mein Leute, ey, ihr macht mich fertig. Du machst uns fertig. Machen wir jetzt noch was? Machen wir noch Fragerunde oder sonst irgendwas? Mm. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Also ich denke mal, die Community möchte die Chance ergreifen, den Captain noch ein paar Fragen zu stellen, solange er noch wach ist. Die schmutzigen Geschichten zwischen dem Captain und Micha wissen. Nein, das ist mir nur eingefallen. Fabian, den so schön vorgestellt hat und den schönen Michael. Die Frage ist, wie viel Rum der jetzt schon wieder Intus hat, der Captain? Nee, dass er wieder irgendwas. Nein, gar keinen. Leider gar keinen. Rotwein hat er heute, Rotwein. Das ja, stimmt. Jetzt mal keine Space-Piraten rauskitzeln oder so. Er ist nüchtern. Er ist total nüchtern. Ja. Nein, war echt eine schöne Runde, also hat mir sehr gut gefallen. Fand ich schön hier bei euch. Sehr schön. Ja. Bei uns. Also, ja, bei euch, bei uns. Community, wenn ihr da noch Fragen habt, ne? Auch unsere Quiz-Teilnehmer Larry, Zaui und Blackie. Ihr könnt den Werner auch direkt hier löchern. Das sind so geile Namen. Ihr könnt ja noch ein paar Fragen stellen, ne? Und dann schließe ich gleich den Chat. Oh, der Nick. Der Chat fragt, wann gibt es Freebooters Zwerge? Nein, das ist der Nick. Ja, ich versuche es immer wieder. Ja. Ja. Der Chat. Quiz ist ja cool, aber wer aus der Community könnte... Könnte was? Offenes Ende. Könnte zu wenig Satzzeichen für einen Chat haben? Ich meine, könnte das wissen, vermutlich. Na, ich sag mal so, den Fluff bekommen wir auch nicht zu sehen, den kriegen wir im Buch, also den müssen wir auch nachlesen. Ja. Aber vielleicht wurde gemacht beim nächsten Mal Community gegen Community. Das ich auch kann überlegt, ja. Geht ja, natürlich auch, ne? Oder ein Mix. Oder ja, alle gegen Nick? Den Joker eingesetzt, Micha, ne? Der weiß ja wirklich alles. Der weiß noch mehr als ich. Ich kann die ganzen Fragen ja gar nicht beantworten, vom Fluff zum Beispiel. Oder auch von den Regeln teilweise, ne? Also der Micha ist echt schon Granate. Es hilft, wenn man mehrere Podcasts dazu macht. Ja, auch. Ja. Machen alle gegen Micha. Ja, das wäre auch gut. Ja, alle fünf gegen Micha. Auch, ne? Fünf gegen Micha. Jo. Oh, jetzt denke ich wieder an die Eier. Den Chat noch aber der Micha hat ja extra schon die zwei anderen schlechtesten Rater dazugekriegt. Nein, ihr wart gut. Du warst gar nicht so schlecht.
Ja, okay, sogar Nick war gut. Florian, wie sind die Ergebnisse der Umfrage? Also die Ergebnisse sind 92% ja. Ah, gut, okay. Für dich als Mathe-Chemie 8% nein. Michael ist overpowered, kommt im Chat. Ich glaube, den müssen wir nerven fürs nächste Mal. Es tut mir leid. Also jetzt haben 92% abgestimmt für das lateinische Wort wer oder was. Mhm. Ja. Quiz. Nächstes Mal machen wir ein Quiz. Oh ja. Hier wird vorgeschlagen, Crew gegen Captain. Das funktioniert nicht. Der Captain verliert. Ja, definitiv. Das kann durchaus sein. Ne? Haus hoch. Von Fluff und von den Charakteren. Nur bei Captain fragt, wird der ganz groß punkten. Da werde ich punkten, ja. Das waren auch meine Fragen. Ne? Ja. Ja, beim Fluff, ich lese die einmal und dann sind die raus aus dem Kopf. Ne? Dann, ja. Oder man gibt da den Community ein paar Joker mit. Dann könnte es vielleicht fair werden. Oh, yo. Ja, Joker wäre eine gute Sache. Frag den Chat-Joker. Ja. Ja. Genau, frag den Chat oder frag den Micha. Der macht eine kurze Anfrage und sie dürfen dann. Genau. Die Community darf drei Sachen vorschlagen, was sie meint, und dann dürfen sie abstimmen. Ja, schön ist, das gegnerische Team kann das Falsche anklicken. Ja. aber hier, ich hätte mal einen Vorschlag, dass wir die Fragen auch einblenden. Die müssten irgendwie noch zu sehen sein, dass sie, während du dann redest, dann auch zu lesen sind. Fabi, kriegst du das hin? Gut, wenn der Fabian das schreibt, dann ist wieder Rechtschreibfehler drin. Okay? Ja, wir können ihm das ja vorschreiben. Kann ja vorbereiten. Das können wir alles vorbereiten, ja. Kein Problem. Wir sind nur liebevoll heute. Bei der raffinierten Formulierung vom Florian könnte es vielleicht hilfreich sein, ja. Ja. Ja, also das mit den Fragen einblenden kriegen wir noch hin, genau. Ja, da kann man nochmal nachdenken und nochmal rekapitulieren und sagen, Moment. Mhm, genau. Da war doch ein Haken drin in der Formulierung. Das können wir sehr gerne machen. Ja. Und jetzt muss ich zum MG-Piraten sagen, das wäre schön, wenn ich das hätte. Ist der Harry. Ist der Harry? Ja. Harry, ja, das wäre schön, wenn ich das letzte Wort hätte. Nee, wir haben dafür extra die Qualitätssicherung mittlerweile. Genau, ja. Ich habe nichts zu sagen hier. Wann gibt's die Großwild-Mini, Werner? Die gibt's vielleicht schon. Hm. Ziemlich sicher, die gibt's sogar. Ja, die hatte man heute sogar. Erwähnt. Ja. Muss Franjo sein, oder? Soll ich spoilern? Ist auf Seite 37 im neuen Buch. Der tut ja in der tieferen Stimme, höheren Stimme reden, das Großwild. Guck mal rein. Hat's da? Ich hab's da. Liest gerade. Ah ja. Ich hab die Karte da. Da ist ein Bild drauf. Ja, guck mal bei Großwild. Auf der linken Seite irgendwo kleine Wer ist denn Bernie Bison? Muss man den kennen? Ich kenne den auch nicht. Ist das irgendwie so ein Comic? Was ist los? Das Großwild. Ist das nicht Franjo? Der Körperbau stimmt, die Stimme. Nein, es muss ein entfernter Verwandter sein, denn Franjo singt mit einer tieferen Stimme. Das meinst du, Florian? Ja. Hm. Das ist nicht Franjo. Kenn ich Bernie Bison? Wer ist denn Bernie Bison? Gut, dass ich den kenne, aber nichts davon weiß. Okay, warte mal. Das ist anscheinend ein Instagram. Seite leider nicht verfügbar. Ja, Phil hat recht. Das sieht ein bisschen hart aus. Moment. Ja, zeig mal die Bilder jetzt. Bin ich aber auch ganz neugierig. Bernie Bison. Anscheinend ein Musiker. Keine Ahnung. Bernie Bison. Ich weiß es auch nicht. Benny Grane, Bison Athletic Hall of Fame? Nee, das ist was anderes.
Das ist ein Baseballspieler. Okay. Aber der, der bei den Bisons gespielt hat. Ja. Das kann ich auch nicht helfen. Gut. Hatten wir sonst noch Fragen? Nee, irgendwie will keiner den Captain das fragen. Nee, schreib nochmal rein. Den Captain. Ja, wir machen so oft diese Livestreams, die wissen einfach schon alles. Ja, ja. Hat man ja heute gesehen. Oder sie waren jetzt so überrascht, dass der Captain Punkte da ist, dass ihnen gar nichts mehr einfällt. Das ich heißt, wir müssen wieder Fragen an den Captain stellen. Also, wann kommen die orientalischen Zwerg-Unterwasser-Bären? Ja, ja, genau in dieser Reihenfolge. Oh, perfekt! Zuerst! Ja. Oh nee! Ah, die Bären ganz am Ende. Nee, aber vielleicht Werner, ist ja interessant zu erfahren für alle, die da auch mitgemacht haben, wann man ungefähr mit der nächsten, mit der Community entwickelten Miniatur rechnen könnte, eventuell vielleicht. Ja, bei 1000 Teilnehmern. Circa. Erstens, genau, bei 1000 Teilnehmern kommt ja eine und dann. Nee, die dann käuflich zu erwerben ist. Die schon. Ach so, ja. Geboten. Ja, Candelabro ist in der Pipeline. Der müsste eigentlich nächsten Monat kommen. Bruderschaft! Also Mai. Yeah. Yay! Und Bärbel und Brummel sind da. Also die sind auch schon gegossen. Da warte ich nur auf die Bemalung. Also momentan ist leider so wieder die Situation, dass dank unserem schönen Coronavirus verzögert sich alles. Also wirklich überall in der ganzen Produktionskette ist alles ziemlich lahmgelegt. Ne? Und dann vielleicht liegt es auch an dem quergestellten Schiff im Suezkanal. Vielleicht ist da Resin drauf oder Zinn drauf. Hängen da ist keine Labo drauf. Nee, nicht Zinn, aber hier MicroArt Studio hat tatsächlich Schwierigkeiten, seine MDF-Platten zu bekommen. Also ich Holz wegen Corona oder wegen dem Frachtschiff? Das weiß ich nicht. Wo die das herbekommen. Aber die haben mir gesagt, ich habe ja haufenweise Artikel, die jetzt von den Cabanas, die nicht lieferbar sind. Ich kriege keinen Nachschub. Bekommst du auch die heutigen Veröffentlichungen von MicroArts, wo sie gezeigt haben, dieses Duftbäumchen für einen gelaserten MDF fürs Auto? Die bekomme ich? Nein. Das fand ich nicht zu. Ja, es waren April-Schätz. Ich finde es aber gut, ne? Das gibt nichts Besseres als dieses aufgebaute MDF-Haus und du gehst dann immer so dran vorbei in der Wohnung und dann riecht es immer so nach, das hat immer so einen leichten speckischen Geruch. Mhm. So nach gebratenem Speck. Mhm. Oh, bin ich direkt dabei. Das ist halt dieser Lagerfeuer abgehangene Speckgeruch, ne? Ja. Genau, Nick, dann kommst du jetzt, wenn wir die Lieferung endlich mal kriegen sollten, kommst du zum Auspacken, ne? Dann kriegst du die volle Dröhnung ab. Echt lecker. Ich komm direkt vorbei. Ja. Wir haben noch eine Frage aus. Zwei Fragen. Genau. Ja. Birk. Hatten die Veranstalter von der Niederrhein-Con wieder bei euch angefragt für die NRC Limited? Leider nein. Ich habe das auch erst heute vom Florian erfahren, dass die das Ganze verkleinern und keine Halle gefunden haben anscheinend. Aber ich werde da nachhaken und gucken, dass wir doch noch was machen können im August vielleicht. Ja, auf jeden Fall cool. Ach so, Limited heißt sie jetzt, weil sie verkleinert wurde? Ja, die haben das, die müssen das begrenzen, weil die das irgendwie in einem Jugendhaus oder sowas machen. Und da ist es halt begrenzt an Leuten, dafür machen sie es an zwei Terminen. Hm. Ja, das ist halt NRC Limited genannt. Hm. Da werden wir wahrscheinlich nicht mehr direkt reinpassen. Bescheid sagen. Ja. Ja, ist gerade echt schwierig, eine Halle zu bekommen, ne? Weil da kriegst du keine Zusagen, kein gar nichts. Aber wir sind dran. Wir gucken mal. Also würde mich freuen, wenn das Turnier klappen würde. Ja. Und die nächste Frage: Wie lange noch, bis Freebooters Fate in Space erscheint? Poh, ja. Das steht in den Sternen. Gutes Jährchen. Oder? Ja? Wir haben gehört, es müssen auf jeden Fall dann keine Fate-Punkte mehr sein, sondern Space-Punkte. Hey.
Hört sich gut an. Ein Jährchen. Oh, das ist ja in greifbarer Nähe. Jährchen. Ein gutes Jährchen. Ein gutes, das können ein auch gutes sein. Jährchen, genau. Ein Betonung auf ein gutes Jährchen. Jährchen. Wann gibt es das nächste Stadthaus? Ja, wahrscheinlich, wenn das. Es ist auch in Arbeit, aber die haben kein MDF. Ja. Also, wir haben es fertig designt. Es ist irgendwo, ja, irgendwo liegt es da. Okay. Also, im Rechner liegt es und muss nur noch gelasert werden, damit ich es kriege, damit ich das anmalen kann oder wir das anmalen können und dann veröffentlichen können. Anmalen, guter Stichpunkt. Wann kommt die Malanleitung vom Captain für die Cabanas? Ja, ich gebe mir Mühe. Ich hatte es mir so ein bisschen dann auch entsprechend, wenn die jetzt kommt, dann auf einen Plan geschrieben, dass ich das dann mache. In einem guten Jahr, Werner, ne? Im Gut. Wir brauchen die spätestens im Mai. Im Mai? Boah, das ja, ist natürlich. Ja gleich. Ist ja morgen. Mal, ja, richtig. Im Juni ist immerhin der nächste Monatsaufgabe Unterschrift. Stimmt, ja. Im Mai. Oh. Also, ihr müsst auch bedenken, guter wenn der, Monat, Ende Mai. Ihr müsst auch bedenken, wenn der Werner eine Anleitung fürs Bemalen von dem Cabana macht, dann knetet er nicht weiter. Richtig. Ja. Ja, ist alles also unterwegs Ende Mai. Hier, Slayer. Slayer Godrake. Gibt es eine Möglichkeit? Genau. Mach du, Birk. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, die früheren Freebooter-Miniatures-Figuren zu bekommen? Zum Beispiel Tau 002 Wizard 1? Ich glaube, den hatte Tassa der letzte noch bei dir in der Grappelkiste gefunden. Was sind Tau 002? Also ja. Auf Messen habe ich. Also auf der nächsten Messe, wo wir erscheinen, werde ich vielleicht welche mitbringen können. Mhm. Ansonsten habe ich die Lizenz dafür an Reaper verkauft. Da sind heißt, sie raus. Die können das kommen. Veröffentlichen. Dann können wir mal kommen, ja. Kannst du die Lizenzen für die Calamity auch an Reaper verkaufen? Nein. Dann gibst du die so in diesem Bones-Gummimaterial. Nein. Nein. An die Frage schloss sich ja dann auch noch an. Und der Freebooters Fate Gliedermaßstab. Ja, ist eine Arbeit. Oh. Ja, über den haben wir der letzte gesprochen. Der ist total schick. Über ja. Gliedermaßstab haben wir nicht. Wir haben über haarige Kokosnüsse heute gesprochen. Was sagte der letzt? Ich wollte das Niveau mal wieder ein bisschen senken. Okay, weiter geht's. Aber an dem Gliedermaßstab hängt ja auch ein Ring dran. Vielleicht passt er über deine haarigen Kokosnüsse. Oh Gott. Und jetzt fliegen wir bei Twitch raus. Ja. Dieser Stream wurde gesperrt. Ja. Okay, nächste Frage. Warum gibt es eigentlich keine fliegenden, / gleitenden Spezialisten? Klingt nach einer Sache, die Goblins bauen würden. Es gibt tatsächlich einen gleitenden Spezialisten. Wir haben nur noch keine vernünftige Regel für fliegend gefunden. Und deswegen hat sie stattdessen Wasser geboren. Ja, logisch. Ja, das klingt sehr logisch, ja. Also sie gleitet über Wasser. Mm. Aber Conchita fliegt doch auch. Ja, aber nur... Nee, nur kurz. Nur kurz. Und das ist in einer Handlung abgeschlossen. Er ist vom Boden zum Boden. Wenn du eine Regel machen musst, wo er permanent in der Luft bleibt, ne, darum geht es ja, glaube ich, ne, dann das ist echt eine schwierige Regel. Weil du musst das Gelände mit einbeziehen, du musst den irgend so eine Art Höhenlevel definieren, das ist nicht so einfach. Dann musst du ja den verschiedenen Status von fliegend und am Boden haben. Und, Und wir kommen ja nicht zum Testen momentan. Mhm. Nee. Aber wenn ihr eine gute Idee habt, immer raus damit. Ja, es gab unter anderem, also wenn wir jetzt über fliegend und gleitend reden, gab es im Discord tatsächlich die Diskussion über den Zustand am Klettern. Wenn ihr die verfolgt habt. Wenn man es nicht schafft, quasi mit der in der Handlung
Ich habe gehört, man legt einen Würfel drunter, um anzuzeigen. Nein. Wird sofort gebannt. Ja, also immer her mit euren Regelvorschlägen, auch in Discord. Wir lesen uns sie durch. Ja, nee, wirklich, manchmal fehlt so der zündende Funke bei uns. Auch so, dann ist es gar nicht so schlecht, wenn dann auch von außen so eine Idee reinkommt und die unsere Hirne wieder anstrengt und dann sagt, ja, daraus können wir was machen, darauf können wir aufbauen. Bevor es wieder in der Schublade landet, ne? Ja. Jo. Ja. Ich glaube, dann kommen erstmal keine Fragen mehr. Ja. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei allen Teilnehmern, die mitgemacht haben. Ihr seid dann noch alle da. Schön, dass ihr euch völlig unfreiwillig dazu von uns habt zwingen lassen, mit am Quiz teilzunehmen. Nein, war ja witzig und galt ja auch nur der Unterhaltung. Und ich denke, alle haben sich gut unterhalten gefühlt und es kam ja auch gut an. Wir werden es mal wieder machen. Ihr könnt euch dann natürlich bei uns bewerben, ne, für die Teilnahme, denn die Plätze sind begrenzt, wie ihr seht. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir einmal alle gegen Micha machen, alle gegen Captain oder alle auf den Nick oder so. Genau, die Joker werden noch einbauen. Das klang gerade nach einer Zustimmung irgendwie. Ja, ne? Ich sag es ja, die, egal was wir heute gemacht hätten, es hätte uns eh keiner geglaubt. Was ist denn eigentlich mit mit dem anderen Bild? Ach, das hast du jetzt gar nicht gemacht, ne? Nee, hat er nicht gemacht. Welches Bild? Jetzt hast du unseren April-Schatz versaut. Oh, Captain. Nee. Du hast ja noch eine Stunde. Ja, nicht der Captain. Nicht der Captain. Barbie hätte das hier machen sollen. Welches Bild? Ja, das, wo wir noch gesagt haben, mit Kindern und so. Oh, Barbie. Ah, ja, Moment. Barbie. Moment, wir haben ja noch was vorbereitet. Nein, ist ja gut, wir haben ja nächstes Jahr auch nochmal. Und wir haben auch Opa. Jetzt ist rum mit, jetzt funktioniert es nicht mehr als April-Scherz. Nein, da eh keiner zuhört, warte. Jetzt müsstest du es wirklich machen. Ja. Nee, jetzt musst du es aufheben, oder? Nein. Ja, jetzt würde ich es aufheben. Ganzes Jahr lang? Nein, jetzt kann ich es nicht machen. Nein, Barbie, du kannst es doch jetzt nicht raushauen. Da müssen wir uns irgendwas mit noch überlegen. Ja, nein, aber da können wir doch nächste Woche machen, wenn Nick in Aktion tritt. Ja. Ich? Was hat der Nick damit zu tun? Was hat der Nick damit zu tun? Ja, ja gut, dann machen wir es nächste Mal. Machen wir es nächste Mal. Ja. Jetzt mach mich nicht schwach. Was habe ich nächste Woche vergessen? Nein, du hast nichts vergessen, Nick. Nee, alles gut. Ja gut, aber das klären wir jetzt gleich offline hier. bei einem Wässerchen, weil wir trinken ja ganz viel Wasser bei dem Messen. Ja, also schön, dass ihr alle da wart. Schön, dass wir den Captain auch hier hingekriegt haben in unsere abendliche Koje. Und ich glaube, der nächste Livestream ist, lass mich nicht lügen, am 13. Kann das jemand bestätigen? Ja, kann man bestätigen. Kann man bestätigen, sehr gut. Am 13. sehen wir uns wieder. Das Thema geben wir dann noch rechtzeitig bekannt. Könnt ihr auf der Webseite in dem Kalender rechts, könnt ihr gucken. Da stehen dann immer die Themen drin, die wir dann behandeln. Und Themenvorschläge bitte noch in den Discord reinhauen, wenn ihr noch was Interessantes habt. Vielleicht werfen wir unsere Pläne um. Bis dahin. Oder auch schnell bei Instagram nochmal vorher gucken. Stimmt. Ihr müsst nochmal gucken, 13. da habe ich einen Impftermin. Ja, aber abends doch nicht. Ja. Doch, cool. Ja, aber je nach Impfstoff bist du halt halb tot, ne? Kannst nicht mitmachen. Der Birk ist übrigens unter 60. Oh Mann, ja. Aber nee, gutes Stichwort, ne? Abonniert uns auf Instagram und YouTube vor allen Dingen, damit wir die 1000 voll kriegen und hier einen schönen Livestream mit das ja machen. Oh die, ja, da freue ich mich drauf. Ja, die wartet schon die ganze Zeit, dass er anfangen kann und ihr kriegt die 1000 nicht voll. Kann ja wohl nicht wahr sein. Also da mal ganz schnell. Schreibt doch Maschine an, die können doch ein paar Abonnenten schicken. Richtig, genau. Also verfolgt uns auf allen Social Media Kanälen, Facebook auch noch. Gibt ein paar Leute, die das noch nutzen. Genau, und dann sehen wir uns spätestens am 13.04. wieder und denkt dran, die News sind online. Hört bei Radio Longfall rein, da hört ihr alles
über das Buch. Dann seid ihr informiert, bis es dann bei euch zu Hause ankommt. Viel Spaß damit bei den Einzelspieler-Szenarien. Du kannst auch sagen, für die Leute, die es falsch gelesen haben, am 6.4. wird schon ausgeliefert, nicht etwa am 13.4. Ist das jetzt der April-Scherz? Nein. Der Captain hat, der Captain hat nur einen April-Scherz gemacht. Okay, ja. Nein, der hat einen April-Scherz. Also es wird schon am 6. ausgeliefert. Am 6. Der Kalender hat einen April-Scherz mit dem Captain gemacht. Ja. Ab Dienstag wird es ausgeliefert, genau. Genau. Müsst ihr nicht lange warten. So, und jetzt alle ab in die Koje. Ihr liebt halt auch Mittwoch. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüssi. Tschüss. Ciao. 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 Danke.